Schönen guten Abend und herzlich willkommen im Historischen Museum in Bern, hier im Saal, im Orientalischen Saal, und auch alle, die per Livestream dabei sind, möchte ich im Namen des Museums ganz herzlich hier willkommen heißen zum Vortrag von Professor Johannes Krause, die genetische Geschichte der Schweiz bis zur Eisenzeit. Mein Name ist Thomas Pauli, ich bin auch Archäologe. Vor gut einem Jahr hätte ich Sie, sehr geehrte Gäste, hier auch empfangen wollen, genau zu diesem Vortrag. Nach mehreren Verschiebungen, Sie wissen warum, ist es noch praktisch noch kurz vor der Finissage gelungen, dass Herr Professor Krause zu uns kommen kann, vor der Finissage der Migrationsausstellung, die noch bis Ende Juni bei uns besichtigt werden kann. Homo Migrans, 2 Millionen Jahre unterwegs. Und ich freue mich sehr, dass Herr Professor Krause heute bei uns ist und uns ganz sicher einen hochspannenden Vortrag halten will. Als Archäologe bin ich immer wieder in meiner Berufszeit gefragt worden, was mich denn so fasziniere an dieser Profession, an dieser Wissenschaft. Auf diese Frage gebe ich eigentlich standardmäßig die Antwort, es ist die Faszination einer sehr dynamischen Wissenschaft, wo ständig neue Erkenntnisse aus dem archäologischen Bodenarchiv hinzukommen, die unser Bild der Vergangenheit schärft, die unser Bild der Vergangenheit erweitert. Und hinzu kommen noch die naturwissenschaftlichen Methoden, gerade in den letzten Jahrzehnten, die viele Fortschritte in der Erkenntnis ermöglicht haben, wenn wir zum Beispiel an die Datierungsmethoden, Radiokarbon und anderes denken. Und jetzt kann man sagen, also ich empfinde es jedenfalls so, in den letzten Jahren ein eigentlicher Quantensprung aus naturwissenschaftlicher Methodik, was archäologische Erkenntnisse anbetrifft mit der Genforschung. Und das, meine sehr verehrten Gäste, macht die Faszination zu einem sehr guten Teil der Archäologie aus. In kurzer Zeit hat diese genetische Forschung alte Fragen, die uns immer beschäftigt oder über Jahrzehnte beschäftigt haben, gelöst. Wie zum Beispiel die Frage, wie kam es zu Landwirtschaftssesshaftwertung in Europa und in der Schweiz? Viele neue spannende Erkenntnisse hat diese Forschung gebracht. Und diesen jungen Forschungszweig prägt und repräsentiert wie kein zweiter Professor Johannes Krause. Im Mittelpunkt der Forschung von Johannes Krause steht die Analyse von alter DNA. Zu seinen Forschungsgebieten zählen zum Beispiel Krankheitserreger und historische Epidemien, menschliche Evolution ganz generell. Er wirkte unter anderem an der Entschlüsselung des Erbguts des Neandertalers mit. Nach einer beeindruckenden akademischen Karriere ist Johannes Krause seit 2020 Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Wir freuen uns auf Ihren genetischen Streifzug durch die Schweiz. Sie haben die Bühne. Vielen Dank, Herr Krause. Herr Pauli, vielen Dank für die Einführung und vielen Dank für auch das Publikum heute, dass Sie heute hierher gefunden haben. Es sind ja doch etwas ungewöhnliche Umstände, wenn ich Sie so mit Masken vor mir sitzen sehe. Aber ich freue mich natürlich trotzdem gerade an so einem schönen Sommertag, dass Sie den Weg hierher gefunden haben, wobei es hier auch sehr angenehm kühl ist, muss ich sagen. Ich bin sehr froh, auch selber hier zu sein, nachdem ich den ganzen Tag im Zug gesessen habe. Ich möchte heute über die genetische Geschichte der Schweiz reden und ich habe den Vortrag so ein bisschen zweigeteilt. Das heißt, im ersten Teil des Vortrags heute möchte ich Ihnen ein bisschen diese genetische Geschichte näher bringen, dieses Forschungsfeld, wie Sie gerade schon von Herrn Pauli gehört haben, in dem wir die DNA von Personen aus der Vergangenheit entschlüsseln, um etwas über Mobilität zu lernen, über die Herkunft, über wie Menschen aus der Vergangenheit mit anderen Menschen verwandt sind und wo die DNA der Menschen, die heute auf der Erde leben, herkommt. Und das hat natürlich dann auch viel mit dem Thema Homo Migrans zu tun, also Homo Migrans. Wir sind sehr mobil und diese Forschung hat in den letzten Jahren auch gezeigt, wie mobil wir sind und dass wir alle eine sehr dynamische Vergangenheit haben. Herr Pauli hat eben schon gesagt, dieses Forschungsfeld ist explodiert geradezu in den letzten Jahren. Es hat riesige Fortschritte gemacht und die Fortschritte sind hauptsächlich daher gekommen, dass die Technologie sich verändert hat, mit der man DNA entschlüsselt.
das haben viele von Ihnen vielleicht am Rande auch mitbekommen, man kann mittlerweile für wenige 100 € ein menschliches Genom entschlüsseln. Und wenn wir jetzt einfach nur mal 15 Jahre zurückschauen, dann hat das noch viel mehr Geld gekostet, nämlich mehrere 100 Millionen €. Das heißt, der Preis für ein menschliches Genom hat sich um einen Faktor von fast 10.000 reduziert. Das lag an den Maschinen, das heißt, als ich selber im Labor angefangen habe, da hat mir eine solche Maschine bei uns im Labor, die DNA entschlüsselt hat, die konnte pro Tag 100 DNA-Sequenzen entschlüsseln. Heute haben wir eine Maschine bei uns im Labor, die kann am Tag 20 Milliarden DNA-Sequenzen entschlüsseln. Das heißt, der Durchsatz dieser Maschinen, der hat sich ver100-millionenfacht. Ja? Und das bedeutet natürlich auch, dass es um einen Faktor von ja, mehreren oder mindestens 1 Million günstiger geworden ist, ein solches Genom zu entschlüsseln. Und deswegen sagen manche Menschen sogar, wir befinden uns so einer Art Genomzeitalter, weil mittlerweile kann man das für wenige 100 €, man kann seinen Speichel zu einer Firma schicken, die entschlüsselt das Genom für 50-60 €, habe ich aber auch meinen Eltern mal zu Weihnachten geschenkt. Ja. Also so günstig ist das geworden und Millionen von Menschen haben das tatsächlich mittlerweile gemacht. Und das macht man nicht nur so privat, ich habe es quasi aus Spaß gemacht, um mehr über meine Gene zu erfahren. Das kann man natürlich auch in Forschungsprojekten machen, um mehr über die Gene zu erfahren, die vielleicht Krankheiten verursachen, aber auch, und das möchte ich Ihnen heute zeigen, um mehr über die Vergangenheit zu erfahren und wie vergangene Populationen mit heutigen Populationen verwandt sind. Und wenn man es so will, verwenden wir diese DNA als eine Art Zeitmaschine. Das heißt, sie gibt uns Auskunft über Populationen und die Geschichte von Populationen und Individuen aus der Vergangenheit. Und das auch in der Vorgeschichte, das heißt in Zeitperioden, wo wir sehr wenig wissen, wo wir nur archäologische Funde haben, wo wir anthropologische Funde haben. Und mit Hilfe dieser DNA aus der Vergangenheit können wir etwas lernen über diese Verwandtschaften, über die Herkunft, über soziale Strukturen. Das heißt, wie waren die Familien aufgebaut? Wer war mobil? Haben die Männer die Familie verlassen? Haben die Frauen die Familie verlassen? Das heißt, wir bekommen neue Informationen, die uns so in der Vorgeschichte gar nicht zur Verfügung standen. Und wie machen wir das Ganze jetzt? Simplifiziert nehmen wir Knochen aus der Vergangenheit, meistens Schädel und meistens nicht nur quasi einen bestimmten Zahn zum Beispiel oder irgendeinen Knochen im Schädel, aber einen Knochen, der befindet sich hier im Prinzip im hinteren Teil des Schädels. Wenn man hier reinschauen würde, würde man das innere Ohr sehen. Das ist der sogenannte Petrusknochen. Der ist sehr, sehr stabil. Das Felsenbein auch auf Deutsch genannt. Und dieses Felsenbein, das ist quasi, wo sich das innere Ohr befindet, wo sich auch das Gleichgewichtsorgan befindet. Das ist ein sehr, sehr kompakter Knochen und der hat eine sehr gute DNA-Haltung. Das heißt, selbst nach Zehntausenden von Jahren kann man aus diesem Knochen noch sehr gut das Erbmaterial dieser Person rekonstruieren, entschlüsseln. Das heißt, wir bohren dann kleine Löcher in diese Knochen. Das sind so ungefähr 10 bis 50 Milligramm, also ein größerer Brotkrümel, der da rausgebohrt wird. Und aus diesem Knochenpuder wird die DNA dann rausgelöst. Und in speziellen Laboren, wo wir so ein ja, fast Astronauten-Outfit haben, weil wir natürlich diese DNA nicht kontaminieren möchten mit unserer eigenen DNA, wird dann diese DNA in diese Maschinen am Ende überführt und in diesen Maschinen entschlüsselt. Wie ich schon gesagt habe, das sind diese Maschinen, die jetzt Millionen von DNA-Sequenzen pro Tag entschlüsseln können. Und wir haben da wirklich große Fortschritte gemacht. Also vor 10 Jahren, als ich selber noch am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie promoviert habe, wo ich dann jetzt Direktor bin, sehe ich hier gerade ein Update, ich mache es kurz zu. Da haben wir damals fast 4 Jahre gebraucht, um das erste Genom eines Neandertalers zu entschlüsseln. Das hat damals auch noch 10 Millionen € gekostet, war ein Riesenaufwand. Mittlerweile machen wir das für Tausende von Genomen, weil die, wie gesagt, weiterentwickelt hat. Und allein mein Labor hat in den letzten 5 Jahren mehr als 15.000 Genome von Individuen aus der Vergangenheit, aus der ganzen Welt entschlüsselt. Also das ist so ein Überblick, wo unser Material herkommt. Man sieht, wir haben einen sehr starken Fokus auf Europa, was hauptsächlich daran liegt, dass es hier auch sehr viel Material gibt und man häufiger einfacher an das Material kommt. Aber wir arbeiten, wie man hier sieht, auch auf anderen Kontinenten. Und wir haben mehr als 5.000 archäologische Fundplätze in diesen letzten Jahren untersucht. Was kann man denn jetzt mit dieser DNA machen, die man jetzt aus diesen Individuen aus der Vergangenheit bekommt? Und eins, wie ich schon erwähnt habe, ist Verwandtschaftsanalysen. Und da können wir jetzt erstmal anschauen, was kann man denn eigentlich überhaupt mit DNA-Verwandtschaftsanalysen machen? Und da gibt es eine sehr wichtige Studie, die ist mehr als 10 Jahre alt, stammt eigentlich auch aus der Schweiz, zumindest die Daten stammen aus der Schweiz, um genauer zu sagen, aus Lausanne.
Und das ist die sogenannte Kohlaus-Studie. Und zwar hat man dort in Lausanne an der Universität, an der Uniklinik, Probanden gefunden, die sich bereit erklärt haben, ihr Genom zu untersuchen. Nicht das gesamte Genom, aber einen Großteil des Genoms zu entschlüsseln. Man hat dort über 10.000 Personen am Ende genetisch untersucht. Und Kollegen von der Universität Chicago haben dann diesen Datensatz genommen und haben geschaut, wie sieht die genetische Verwandtschaft zwischen den Menschen aus, haben aber die Daten so konditioniert, dass sie sich nur die Menschen angeschaut haben in diesem Datensatz, deren Großeltern aus der gleichen Region kommen. Also deren Großeltern so aus einem Umkreis von vielleicht 200 Kilometern kommen. Das sind gar nicht so viele, wenn Sie selber mal denken, vielleicht nicht mal die Hälfte im Raum hat Großeltern aus derselben Region, aber es waren doch mehrere tausend Menschen, insgesamt 3000 aus der Studie, von denen man dann die genetische Distanz sich angeschaut hat. Das Ergebnis sah am Ende so aus, ja, so eine bunte Wolke. Ne? Und man hat hier im Prinzip, jeder Punkt ist ein Individuum, eins von diesen 3000. Und wenn jetzt zwei Individuen sehr nah beieinander sind, dann heißt das, die sind sehr nah miteinander genetisch verwandt. Wenn die sehr weit voneinander entfernt sind, wie vielleicht dieses Individuum hier und dieses Individuum hier, dann sind die relativ weit miteinander auseinander verwandt. Das Ganze nennt sich Hauptkomponentenanalyse. Das ist einfach eine Möglichkeit, um so einen großen Datensatz wie ein Genom herunterzubrechen auf zwei Dimensionen, sodass wir das gut verstehen. Ja, zwei Dimensionen, so ein quasi Koordinatensystem, das haben die meisten sicherlich schon mal irgendwie gesehen. Interessant war jetzt aber, dass man zuerst die genetische Distanz berechnet hat zwischen diesen Personen. Wie gesagt, zwei, die nah beieinander sind, sind nah verwandt, zwei, die entfernt voneinander entfernt sind, sind weit weg auf dieser Analyse. Und danach hat man die Individuen eingefärbt nach der Herkunft der Großeltern. Das heißt, alle, die gesagt haben, und wir haben ja in der Schweiz einen relativ hohen Migrationshintergrund, das heißt, man hat Menschen aus ganz Europa, und alle, die gesagt haben, zum Beispiel, meine Großeltern, alle vier stammen aus Spanien, die haben halt diese blaue Farbe hier bekommen. Ja? Alle, die gesagt haben, meine Großeltern kommen aus Portugal, die haben lila bekommen. Ja? Alle, die gesagt haben, meine Großeltern kommen aus Frankreich, haben gelb bekommen. Hier ist Belgien, Deutschland, Niederlande, Schottland, Großbritannien, Irland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Deutschland, Finnland, Österreich, Italien, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Tschechien. Vielleicht kommt Ihnen das bekannt vor, was dieser genetische Datensatz dort rekonstruiert hat, ist die Europakarte. Ja? Und das war wirklich verrückt, das hat uns allen, ich kann mich genau erinnern, ich war in Barcelona auf einer Konferenz, wo diese Karte das erste Mal gezeigt wurde, 2008, ich war wie vom Hocker gehauen. Ja? Weil wir hätten nie gedacht, dass im Genom der Menschen heute eine so hohe Auflösung da ist, dass ich im Prinzip die Geografie von einem Kontinent rekonstruieren kann. Ich sehe hier die Iberische Halbinsel, ja? Ich sehe hier die britischen Inseln, ich sehe hier Skandinavien, ich sehe hier im Prinzip den italienischen Schuh, ja? Oder hier die Balkanhalbinsel. Das heißt, in unseren Genen steckt unsere Herkunft, aber nicht nur unsere Herkunft, sondern gerade die Topografie des Kontinents. Ja? Und es macht im Prinzip auch Sinn, weil wenn Sie sich vorstellen, mit jemandem, der in der Nähe wohnt, habe ich mehr Kinder als mit jemandem, der weit weg wohnt. Und insofern bildet sich im Prinzip dann auch über die Zeit die Struktur, die geografischen Barrieren. Das heißt, man sieht hier, da ist so eine Lücke, das sind die Pyrenäen, hier ist eine Lücke, das sind wahrscheinlich die Alpen, hier ist eine Lücke, das ist die Adria, hier ist das Mittelmeer, das sind übrigens Sardinien hier, ja, also Italiener, die auf einer Insel sind. Das heißt, man sieht im Prinzip diese geografischen Barrieren und das heißt, nach einer gewissen Zeit bildet sich am Ende die geografische Struktur in den Genen wieder aus. Und was wir jetzt im Prinzip machen in diesem genetischen Geschichtegebiet, Archäogenetik auch genannt, ist, dass wir diese Art genetischer Karte durch die Zeit rekonstruieren. Das heißt, wir gehen in der Zeit zurück und schauen uns, ob sich diese genetische Struktur verändert oder ob sie immer gleich war. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt 5000 Jahre zurückgehe und plotte einen Schweizer auf diese Karte, fällt er dann hier hin, wo die heutigen Schweizer hinfallen? Oder sieht er eher so aus wie jemand aus der Iberischen Halbinsel, was dann vielleicht darauf hindeutet, dass die Menschen von der Iberischen Halbinsel aus der Region vielleicht hier hingewandert sind oder dass es halt größere genetische Verschiebungen in Mitteleuropa gab. Das heißt, wir versuchen so durch diese quasi Rekonstruktion, durch die Zeit zu sehen, hat sich hier was verschoben, kam hier irgendwas von irgendwo. Ja. Und das haben wir im Prinzip für die letzten 50.000 Jahre gemacht. Das heißt, wir haben mittlerweile ein relativ gutes Verständnis für die genetische Geschichte Europas. Durch die letzten 50.000 Jahre. Das heißt, von der Einwanderung der ersten Menschen nach Europa bis heute. Ja. Wir haben noch nicht so viel gemacht im Mittelalter und in der Antike, weil wir dort relativ gute, natürlich historische Quellen haben. Da weiß man relativ viel, da wurde viel niedergeschrieben, da können wir nicht so viel Beitrag leisten, aber gerade für die Vorgeschichte können wir das sehr gut.
Das heißt, man kann sich im Prinzip dann unterschiedliche Zeitscheiben angucken und das ist jetzt einfach nur mal so ein Zeitstrahl für Mitteleuropa. Das heißt, da haben wir natürlich immer diese berühmten dann quasi Zeitepochen, die nach der Kultur benannt sind, die Steinzeit, weil die Menschen aus Steinwerkzeuge gemacht haben, dann die Metallzeiten, Bronzezeit, Eisenzeit, antike Mittelalter, Neuzeit und natürlich auch diese geologischen Zeitepochen, das Holozän, die Eiszeit, das Pleistozän und wie natürlich viele Menschen heute sagen, jetzt im Anthropozän, also der Mensch hat die Geologie des Planeten so verändert, dass wir uns mittlerweile im Menschenzeitalter befinden, also nicht mehr in der Eiszeit oder im Holozän. Und wie schon gesagt, die meisten dieser Zeitperioden sind in der Vorgeschichte, das heißt, wir haben keine historischen Dokumente, wir wissen nicht, was dort passiert ist. Wir haben wirklich relativ schlechtes Verständnis dafür, was vor 7000 Jahren hier bei uns in Mitteleuropa los war, weil hat einfach niemand das niedergeschrieben. Ja, wir haben nur archäologische Funde oder anthropologische Funde und müssen aus denen die Geschichte rekonstruieren. Und eine Episode, die Herr Pauli auch schon erwähnt hatte, die für uns besonders interessant war in den letzten Jahren, war diese neolithische Revolution. Ja, also vielleicht ist Ihnen das bekannt, das ist eigentlich, würde ich sagen, so die größte Revolution in der Menschheitsgeschichte. Der Übergang vom Jäger und Sammler zum niedergelassenen Ackerbauern. Das heißt, wir waren ja als Menschen und Urmenschen über 7 Millionen Jahre Jäger und Sammler. Ja, sind im Prinzip durch die Savanne gestriffen, durch die Prärie, durch die Wälder. Wir waren sehr mobil, wir waren Nomaden. Und dann vor 7000 Jahren hier bei uns in Mitteleuropa, vor 10.000 Jahren im Nahen Osten, beginnen die Menschen sich niederzulassen. Ja, also das ist dieser große Wandel der Subsistenz, das heißt vom Jagen und Sammeln lassen sich die Menschen nieder, sie bauen Dörfer, sie domestizieren Tiere, sie domestizieren Pflanzen, sie haben einen völlig neuen Lebensstil. Und das ist wirklich eine riesengroße Veränderung, mit der wir am Ende auch alle irgendwo zum Teil gesundheitlich kämpfen, weil natürlich mit diesem niedergelassenen Lebenswandel wir vielleicht auch eine andere Ernährung hatten. Wir wissen das ja, kohlenhydratreich, wir haben natürlich Diabetes ist heute ein großes Problem, Fettleibigkeit ist ein großes Problem, was ein Jäger und Sammler niemals hatte. Aber es hat natürlich auch den Menschen erlaubt, Nahrung zum Beispiel für schlechte Zeiten, beispielsweise dann Getreide in Silos zu speichern und hat es natürlich so auch erlaubt, mehr Kinder zu haben. Das heißt, die Anzahl der Kinder bei frühen Ackerbauern war wesentlich höher als bei den Jägern und Sammlern und das war auch im 19. und 20. Jahrhundert noch so und ist auch heute noch so in vielen Teilen der Welt und ist am Ende auch dafür verantwortlich, dass wir jetzt 8 Milliarden Menschen auf der Welt sind, weil ohne diesen Übergang wäre das nicht möglich gewesen. Also wenn wir noch Jäger und Sammler wären, würde es wahrscheinlich nicht mal mehr als 1 Million von uns auf der Welt geben, aber dieser neue Lebenswandel im Prinzip und wir sind alle Kinder oder zumindest Enkelkinder von Ackerbauern, ja, da bin ich mir relativ sicher, wenn jemand das nicht hat, dann, wenn man quasi einen Jäger und Sammler in der Familie hat, dann kann er gerne nach dem Vortrag mal zu mir kommen. Ich habe viele Fragen, aber wahrscheinlich sind die meisten hier Kinder oder Enkelkinder von Ackerbauern. Und was sich die Archäologen und die Anthropologen in den letzten Jahren gefragt haben, ist dieser Wandel, diese Veränderung, wie gesagt, vor 7000 Jahren hier, was war das für ein Wandel? War das Ideen, die sich ausgebreitet haben, das heißt, war das einfach Kultur, die sich verändert hat, oder waren das Menschen, die eingewandert sind, die diese neue Kultur mitgebracht haben? Ja, und das ist so eine Frage, die man in der Archäologie häufig hat. Wenn ich in der Archäologie sehe, dass sich etwas verändert, ist das Kultur nur, die sich verändert, oder ist es Biologie, das heißt, sind es Menschen? Ja? Also wenn ich eine neue Technologie habe, kam da jemand, hat die mitgebracht, oder ist es eher so, die Idee hat sich ausgebreitet? Und das ist so eine Frage, die klassischerweise manchmal so bezeichnet wurde als Pots or People, das heißt Töpfe oder Menschen. Das heißt, wenn ich eine Veränderung sehe, war das jetzt nur die Kultur, haben sich nur die Töpfe verändert, die Keramik oder kamen dort Menschen, die was mitgebracht haben. Und nur anhand der Töpfe ist das schwer zu sagen. Wenn ich jetzt nur einen Topf habe, sage ich, hier ist ein neuer Topf, der hat jetzt Linien und vorher hatte der keine Linien oder hat neue Linien, waren es jetzt Menschen oder nicht, das ist schwer zu sagen. Und natürlich auch anhand nur der Skelette, habe ich jetzt nur die anthropologischen Befunde, schau mir die an, dann sind die Menschen sich ja dann doch so ähnlich, dass ich da auch nicht wirklich Unterschiede sehe, jetzt unbedingt zwischen einem Jäger und Sammler und zwischen einem Ackerbauer. Und da liefert uns die Genetik natürlich eine direkte Möglichkeit, das zu testen, weil wenn ich jetzt die Genetik anschaue und ich hätte nur die Diffusion von Kultur, das heißt nur Kultur würde sich ausbreiten und nicht Menschen, dann hätte ich zum Beispiel vor der neolithischen Revolution, die gleiche Genetik wie später. Das heißt, diese grüne Population gibt die neue Idee an die rote Population, die Ureuropäer vielleicht weiter und die quasi dann späteren Menschen, die den Ackerbau in Europa haben, sehen genauso aus wie die Menschen davor. Das heißt, dann hat sich nur die Kultur ausgebreitet.
Hingegen, wenn es eine Diffusion von Menschen war, dann würde ich erwarten, dass sich die Genetik verändert. Das heißt, diese grüne Population kommt nach Europa und verdrängt hier die rote Population, die Jäger und Sammler, und bringt im Prinzip ihre Kultur mit. Ja, und das kann ich direkt testen, ich kann es direkt in den Genen testen. Und das haben wir dann in den letzten Jahren gemacht. Wir haben dann zum Beispiel in dieser Studie hier von vor 6 Jahren ungefähr 230 Skelette aus ganz Europa analysiert. Man sieht, die gehen so durch die letzten 10.000 Jahre ungefähr, unter anderem auch welche aus dem Nahen Osten, also hier aus Anatolien, die sind so 8.000 Jahre alt, und dann im Prinzip Iberische Halbinsel, Mitteleuropa, Osteuropa, Nordeuropa. Und haben die dann einfach genauso, wie die das in dieser Studie in Lausanne gemacht haben mit den Menschen heute, haben wir das dann für die Menschen aus der Vergangenheit gemacht und haben die genetisch miteinander verglichen. Und dann bekomme ich im Prinzip auch wieder so eine Punktewolke. Ja, das ist zumindest eine Möglichkeit, die Daten darzustellen. Und das ist jetzt die Punktewolke, jetzt aber in einer Art Zeitreise. Das heißt, wir beginnen jetzt eine Zeitreise und wir beginnen vor 8000 Jahren in Mitteleuropa und gehen dann im Prinzip Stück für Stück in Richtung Eisenzeit. Und was Sie hier im Prinzip sehen, in Grau im Hintergrund, das ist die bunte Wolke von vorhin. Das ist das heutige Europa. Das sind Menschen von heute, mit denen wir diese Daten aus der Vergangenheit vergleichen. Und was Sie hier in Bunt haben, das sind die Individuen aus der Vergangenheit. In dem Fall aus der Zeit vor 8000 Jahren. Ja? Also so sahen die Jäger und Sammler in dem Falle jetzt vor 8000 Jahren aus im Vergleich zu den heutigen Europäern. Zu den heutigen Europäern muss man sagen, hier ungefähr wäre die vielleicht heutige Schweiz. Wir sehen dann nachher noch viel mehr über die heutige Schweiz. Hier wären heutige Osteuropäer, das ist die Iberische Halbinsel, das wäre der Balkan, das wäre Anatolien, das ist der Nahe Osten hier. Also so ein bisschen mehr Daten, als ich Ihnen eben über Europa gezeigt habe, weil wir haben hier noch den Nahen Osten mit drin, Anatolien mit drin und den Kaukasus. Hier ist wieder eine Lücke, das ist quasi hier das Schwarze Meer, hier das wäre das Mittelmeer und hier wäre dann auch so Richtung quasi hier der Teil des Mittelmeers. Also wir haben wieder Geografien und vielleicht so ein bisschen auf die Seite gekippt. Und hier, wie gesagt, haben Sie die Jäger und Sammler. Das wären die westeuropäischen Jäger und Sammler, das sind die skandinavischen Jäger und Sammler, das sind die osteuropäischen Jäger und Sammler und das sind im Prinzip die ganz weit im Osten hier. Und wenn Sie so wollen, haben Sie hier wieder Geografie. Das heißt, auch bei den Jägern und Sammlern, die vor 8000 Jahren hier gelebt haben, bevor Ackerbau hier war, sehe ich die Geografie. Das heißt, Westen, Norden, Osten, ganz weit im Osten. Zu dieser Zeit, vor 8000 Jahren, gab es bei uns in Mitteleuropa noch keinen Ackerbau. Aber in Anatolien gab es schon Ackerbau. Das heißt, wir können uns jetzt mal anschauen, wie sahen die anatolischen Ackerbauern aus? Weil der Ackerbau, der älteste Ackerbau, stammt aus dem Süden von Anatolien, dem sogenannten fruchtbaren Halbmond. Und die Menschen sehen ganz anders aus wie die Europäer zu der Zeit. Das heißt, das wären im Prinzip diese Population hier, die anatolischen Ackerbauern. Ja? Das heißt, die haben wahrscheinlich als erste Ackerbau entwickelt und sehen genetisch anders aus wie die Europäer. Und jetzt kann ich einen Zeitsprung machen, und zwar den Zeitsprung von 8000 nach 7000. Ja, und kann mir anschauen, wie sehen die Menschen aus, die vor 7000 Jahren hier bei uns in Mitteleuropa gewohnt haben, auch in der Schweiz, wie wir später sehen, die dann aber Ackerbau haben. Das heißt, das ist jetzt genau der Übergang vom Jäger und Sammler zum Ackerbau. Und wie sahen die Jäger und Sammler aus? Das sehen wir hier. Ja, so sahen die westeuropäischen Jäger und Sammler aus. Und wie sahen jetzt die europäischen Ackerbauern aus? Ja, und wenn ich die jetzt dann plotte, dann sehen die so aus. Ja, das heißt, das ist die sogenannte Linearbandkeramik. Das ist die erste Keramikkultur, die ersten Ackerbauern, die im Prinzip in weiten Teilen Europas, auch hier im Norden der Schweiz und nach Frankreich, Mitteleuropa, Osteuropa, die quasi in der ganzen Region hier wohnen. Und genetisch gesehen kann ich die nicht, oder kaum zumindest, von den Ackerbauern Anatoliens unterscheiden. Und sehe auch ganz klar, dass diese Menschen hier fast nichts mit den Menschen zu tun haben. Das heißt, die frühen Ackerbauern, die Menschen, die Ackerbau hier hatten, die assoziiert sind mit den archäologischen Funden des Ackerbaus, sind genetisch ganz klar anatolische Ackerbauer und haben ganz wenig zu tun mit den Jägern und Sammlern. Das heißt, es gibt eine genetische Verschiebung und die ist über 95%. Das heißt, es ist eine massive Einwanderung. Ja? Um eine ähnliche genetische Verschiebung heute zu produzieren, ja, zum Beispiel in Mitteleuropa, bräuchten wir 10 Milliarden Menschen, ja, die nach Europa kommen. Ja? Also es sind sicherlich nicht 10 Milliarden Ackerbauern aus Anatolien zu der Zeit gekommen, ja, aber es sind viele Menschen gekommen. Und die haben sich ausgebreitet, das hat sicherlich ein paar hundert Jahre gedauert, das war keine schnelle Migration von wenigen Jahren, so wie wir das vielleicht heute erleben, oder sogar Monaten oder Tagen, sondern es war eine über wahrscheinlich Jahrhunderte, weil die Ackerbauern einfach mehr Kinder hatten und haben sich demografisch einfach ausgebreitet. Ja, und das innerhalb von 500 Jahren ungefähr, vom Westen von Anatolien nach Mitteleuropa und dann innerhalb der nächsten 1000 Jahre auf die Iberische Halbinsel Großbritannien und bis nach Schweden.
Das heißt, es gab eine ganz klare Einwanderung aus Anatolien, da kommt der Ackerbau her und da stammen immer noch mehr als die Hälfte der Gene von den meisten von ihnen, solange ihre Gene aus Mitteleuropa stammen von diesen anatolischen Ackerbauern. Das heißt, mehr die Hälfte von ihrem Genom ist anatolischer Herkunft. Ja? Was den einen freut, den anderen vielleicht nicht, aber so ist es auf alle Fälle. Da kann man nichts gegen sagen. Also dann, die Daten sind da wirklich sehr, sehr stabil. Jetzt machen wir einen weiteren Zeitsprung, und zwar springen wir jetzt von 7000 nach 5000 vor heute. 5000 vor heute, das ist die sogenannte Kupferzeit, das ist die Zeit, als zum Beispiel der Ötzi gelebt hat. Ja? Also das heißt, das ist immer noch Neolithikum, das ist immer noch Jungsteinzeit auch genannt, aber dann die Kupferzeit, das heißt, die Menschen haben dann Kupfer, noch keine Bronze, aber schon Kupfer. Wie sehen die Menschen der Kupferzeit aus? Die sehen so aus. Ja? Das heißt, man sieht hier so eine gewisse Verschiebung. Das heißt, von hier verschiebt sich das Ganze so in die Richtung. Das heißt, die Menschen sind nicht die gleichen wie die ersten Ackerbauern, die verschieben sich so ein bisschen in diese Richtung hier. Und man sieht schon, was in der Richtung sind, das sind die Jäger und Sammler. Und tatsächlich, wenn wir in die Genome gucken, wie in das Genom vom Ötzi, sehen wir plötzlich Abschnitte in der DNA, die von Jägern und Sammlern stammen. Das heißt, die Jäger und Sammler werden nicht verdrängt, sondern assimiliert. Ja? Das heißt so, dass wir bis 5000 vor heute, also 3000 vor Christus, haben wir dann in allen Europäern Jäger- und Sammlergene. Bis zu 30%. Das heißt, wir haben dann im Prinzip eine Mixtur, die ist 70-30. Ja? 70% Ackerbauer, 30% Jäger und Sammler. Das heißt, die Jäger und Sammler leben noch in Europa. Die leben wahrscheinlich in den Mittelgebirgen, die leben im Norden, in Skandinavien. Das heißt, in Regionen, wo kein Ackerbau durchgeführt werden kann. Und im Laufe der Zeit assimilieren die sich und das sind dann keine Jäger und Sammler mehr, aber die sind ein Teil im Prinzip der Ackerbauernkultur. Interessanterweise sehen wir das sowohl dann auch für männliche als auch für die weibliche Linie. Also es gibt Elemente im Genom, die von Männern stammen, das Y-Chromosom, und von Frauen die MT-DNA. Und wir sehen im Prinzip auf beiden. Das heißt, es sind nicht nur dann Jäger und Sammler Frauen oder Jäger und Sammler Männer, sondern beide scheinen sich dort zu vermischen mit der Ackerbauernpopulation. Und das ist jetzt 5000 für heute, das heißt ganz Europa, egal ob Schweden, Iberische Halbinsel, Mitteleuropa, Großbritannien, Osteuropa, alle sehen so aus vor 5000 Jahren. Aber so sieht heute Mitteleuropa aus. Ja? Das heißt, irgendwas muss noch passieren. Die Geschichte ist quasi nicht zu Ende vor 5000 Jahren. Gut, jetzt haben wir Jäger und Sammler, Ackerbauern. Was kann da noch passieren? Ja, was kommt noch? Und das war tatsächlich einer der spannendsten Befunde, eine der größten Überraschungen, die wir in den letzten Jahren hatten, dass da noch was passiert. Und zwar passiert was, und zwar knapp nach 5000 vor heute. Ab 4900 vor heute, also 2900 vor Christus, kommt es in der Archäologie tatsächlich zu einer Verschiebung, die kannte man schon, dass sich die Technologie, die Archäologie, die verändert sich. Man hat einmal mehr Bronzeobjekte, man hat mehr Kupfer, man hat aber auch eine höhere Mobilität, man hat scheinbar Nomadentum, man sieht neue Keramik, die heißt Schnurkeramik in dieser Region hier. Im Norden heißt sie Streitaxtkultur und auf den Großbritannien heißt sie Glockenbecherkultur, aber die ist alle von den Bechern her relativ ähnlich. Ja. Neue Becher, man sieht neue Elemente in der Archäologie und da hat man sich ja lange gefragt, ja, was ist da passiert, und jetzt sehen wir es genetisch, was passiert ist, und zwar scheint es da zu einer weiteren Einwanderung zu kommen. Und zwar, wenn wir uns 5000 vor heute die Menschen Osteuropas anschauen, dann sehen die so aus, ganz anders als die in Mitteleuropa. Ja, also das ist diese Region hier nördlich vom Kaspischen Meer, nördlich vom Schwarzen Meer. Ja, die sehen ganz ähnlich aus wie Jäger und Sammler in der Region, aber sind so eine Mischung aus den Jägern und Sammlern der Region und hier Ackerbauern. In dem Fall wären das hier Ackerbauern aus dem Iran. Ja, das sind die Ackerbauern aus Anatolien hier. Hier wären die aus dem Iran. Die habe ich jetzt hier nicht mit geplottet, aber wir müssen sich vorstellen, die sind ungefähr hier. Das heißt, Ackerbauern aus dem Iran sind komplett anders als Ackerbauern aus Anatolien. Das ist nicht ganz einfach zu verstehen, verstehen wir selber nicht so genau. Das sind wie zwei unterschiedliche Welten. Das heißt, der Ackerbau hat sich scheinbar parallel mehr oder weniger entwickelt. Also das heißt, dass es nicht aus einem Ursprung kam in Anatolien, sondern es gab quasi einen im Iran und einen in Anatolien. Und das ist diese Mischpopulation hier, die Bronzezeit, das sind Ackerbauern, im Prinzip, die sind aber sehr mobil, das sind Nomaden, die haben große Schafsherden, die haben gerade Pferde domestiziert, das ist eine sehr mobile Population. Und diese Population, die scheint plötzlich sehr mobil zu werden, die scheint nämlich zu uns zu kommen. Denn wenn ich jetzt den Zeitsprung mache, von 5000 auf 4800, ja, nur 200 Jahre in die Zukunft, sieht Mitteleuropa plötzlich so aus. Ja. Diese Quadrate hier, die orangen Quadrate, das ist die Mittelelbe-Saale-Region, also die Region hier. So sehen alle Menschen zu der Zeit plötzlich aus in der Mittelelbe-Saale-Region. Die sahen vorher noch so aus und plötzlich sehen die so aus. Die können wir wiederum nicht unterscheiden von diesen Menschen aus Osteuropa. Ja. Wieder sehen wir bei uns in der Mittelelbe-Saale-Region eine 95-prozentige Verschiebung
in Großbritannien vor 4600 Jahren, nur 200 Jahre später, die bewegen sich quasi weiter in die Richtung, sehen wir auch 95% genetische Verschiebung. Das heißt, die britischen Ackerbauern verschwinden und werden ersetzt durch Menschen, die so aussehen. Ja? Und das war, wie gesagt, eine große Überraschung für uns, weil wir nicht damit gerechnet hätten, dass es zu dieser Zeit so eine dramatische genetische Verschiebung gibt. Ja, 95% in dieser Zeit der Gene werden ersetzt durch diese Population, die sich von hier scheinbar ausbreitet, nach Osten, da passiert auch ganz viel, da kann ich heute Abend nicht drüber reden, aber auch nach Westen. Und diese Population, die wird auch Yamnaya genannt, das ist die Population, die hier in dieser Region sitzt. Und die breitet sich aus mit dieser quasi sehr mobilen, nomadischen Lebenskultur, Pastoralismus, das heißt große Schafsherden, Ziegenherden, später wahrscheinlich Rinderherden und hohe Mobilität wahrscheinlich auch durch Pferde, das heißt, die gerade domestiziert wurden. Das heißt, man kann das Ganze dann auch quantifizieren. Ich kann mir dann anschauen, diese drei unterschiedlichen Komponenten, das heißt, wie viel Wildbeuter, wie viel quasi Ureuropäer, Jäger und Sammler steckt in den einzelnen Populationen, wie viel früher Ackerbauer und wie viel Pastoralist, ja, also diese Yamnaya-Kultur. Und dann sehen wir, das sind die Populationen aus der Vergangenheit, das sind die ganz frühen 7000, das ist ungefähr 5000 für heute. Und da haben wir hier vor 4800 diese Verschiebung, wo diese grüne Komponente reinkommt, die wir vorher nicht haben. Ja. Also wir haben eine massive Einwanderung wieder aus dem Osten diesmal allerdings. Und die Spuren dieser quasi Einwanderung sehen wir in ganz Europa. Das sind heutige Populationen, da sehen wir zum Beispiel in heutigen Norwegern, die haben mehr als die Hälfte ihrer Gene von dieser Population aus dem Osten, wohingegen zum Beispiel die Population aus Sardinien hier ganz unten, die hat nur ganz wenig von diesen Menschen aus dem Osten, dafür ganz viel von den frühen Ackerbauern. Das hat damals auch dazu geführt, als man das Ötzi-Genom rekonstruiert hat, vor ja, ungefähr 10 Jahren, da hat man den Ötzi verglichen mit heutigen Populationen, weil man hatte noch keine aus der Vergangenheit und hat dabei herausgefunden, dass er am ähnlichsten ist mit Menschen aus Sardinien, weil die sich scheinbar genetisch nicht so stark verändert haben im Vergleich zum Rest und hat dann so gesagt, der Ötzi kam aus Sardinien, war so ein Tourist, der sich in die Alpen verlaufen hat oder so. Das war auf jeden Fall nicht so. Wir wissen heute, dass alle Menschen hier quasi vor mehr als 4800 Jahren zur Zeit vom Ötzi, die sahen alle so aus in Europa. Ja? Also das ist nicht so, dass der da sich irgendwo von Sardinien nach Italien, was oder Österreich, ich glaube Italien. Ja? Muss man vorsichtig sein, wenn man hier in Alpen über dieses Thema redet. Dann kam es im Prinzip zu einer großen genetischen Verschiebung, die scheint in Sardinien aber nicht passiert zu sein, aber im Rest von Europa. Das heißt, für diesen ersten Teil, was kann man rekonstruieren? Es kam zu zwei großen Einwanderungen nach Europa in den letzten 9000 Jahren. Die erste aus Anatolien mit den frühen Ackerbauern nach Mitteleuropa und dann in andere Teile Europas. Die zweite aus quasi Osteuropa, das heißt hier aus dieser Yamnaya-Kultur oder Menschen, die mit dieser Kultur assoziiert sind, bewegen sich nach Westen, bewegen sich nach Osten und bringen im Prinzip ein neues Paket mit sich. Ne? Dies, was dann hier Schnurkeramik genannt wird, und daraus entwickelt sich die Schnurkeramik und dann hier im Westen die Glockenbecher. Und die Schnurkeramik hat ihren westlichsten Zipfel tatsächlich hier in der Schweiz. Ja, also da haben wir im Prinzip auch Spreitenbach zum Beispiel, ist eine sehr bekannte Fundstelle in der Nordschweiz, wo wir ganz klar diese Schnurkeramik haben. Das heißt, zusammenfassend kann man hier sagen, für diesen ersten Teil, was wir in den letzten Jahren gezeigt haben, quasi die Vorarbeiten dann zu dem Schweizer Projekt auch, dass die heutigen Europäer von mindestens drei Ursprungspopulationen abstammen. Die frühen Ackerbauern stammen aus Anatolien, das können wir jetzt ganz klar sagen. Vor 4800 Jahren kommt es zu einer Einwanderung aus der sogenannten pontischen Steppe, also aus Osteuropa. Interessanterweise durch Männer getrieben, das heißt, wir sehen 7-mal mehr Männer, die aus Osteuropa kommen, als Frauen zu der Zeit. Ja, das könnte was mit dem Lebensstil zu tun haben, wie gesagt, wahrscheinlich Reiter, wahrscheinlich Nomaden, wahrscheinlich mobil, vielleicht mobiler die Männer in der Zeit als die Frauen, wenn wir hier wieder über Homo Migrans reden. Ist ja heute zum Teil auch so. Und das heißt, wir können für die Jungsteinzeit sagen, fürs Neolithikum, dass wir mindestens zwei Masseneinwanderungen haben. Also wir haben diese erste große Verschiebung, die wahrscheinlich über Jahrhunderte passiert, mit dem Ackerbau, der sich ausbreitet. Und dann haben wir vor 4800 Jahren diese zweite Ausbreitung, die dauert nur Jahrzehnte in vielen Teilen. Also die passiert wirklich unglaublich schnell. Und wie gesagt, große Überraschung. Im Moment sind wir uns nicht genau sicher, was da passiert ist vor 4800 Jahren. Und vielleicht haben wir danach noch ein bisschen Zeit, wenn jemand dazu noch Fragen hat. Ich kann da auf jeden Fall zu spekulieren, aber tatsächlich wissen wir nicht genau, was vor 4800 Jahren passiert ist.
Was wir gefunden haben, was eine große Überraschung war, Sie haben es ja von Herrn Pauli gehört, meine Arbeitsgruppe arbeitet sehr viel mit alten Pathogenen und wir haben in dieser Zeit das erste Mal eine große Pestepidemie, vielleicht sogar eine Pandemie. Das heißt, zu dieser Zeit kommt die Pest nach Europa. Und es könnte sein, dass die Pest einen großen quasi pandemischen Ausbruch verursacht hat und dass vielleicht die lokale Bevölkerung daran zugrunde gegangen ist und dass dieser neue Lebensstil vielleicht besser war, um mit dieser Situation umzugehen. Das ist aber nur eine Hypothese von vielen. Manche sagen auch, dass es zu Gewalt kam, dass die wurden früher auch Streitaxtkultur genannt, diese Menschen. Man hat die quasi, die werden immer mit so einer Streitaxt beerdigt. Berittene Reiter, die aus dem Osten kommen, gibt es auch die alten Ideen von vor über 100 Jahren. Wurden dann auch Arier genannt vor ungefähr 100 Jahren. Also da gibt es ganz viele auch alte Theorien, die mich jetzt aber hier auch nicht bemühen will, weil die natürlich zum Großteil auch falsch sind. Aber zumindest ist zu dieser Zeit was passiert, das ist ganz klar in der Genetik. Und jetzt im zweiten Teil möchte ich über das Schweizer Projekt reden. Jetzt habe ich im Prinzip über Europa geredet und über diese quasi große Geschichte, die wir für ganz Europa rekonstruiert haben. Und vor 5 Jahren, als diese Daten dann kamen, hat mich Sandra Lösch kontaktiert hier aus Bern zusammen mit Albert Hafner und haben gesagt, können wir das Projekt, was ihr für Europa gemacht habt, auch für die Schweiz machen? Weil wir wissen das nicht. Ne? Wir haben in der Archäologie die Schnurkeramik, wir haben in der Südschweiz auch Glockenbecher, wir haben dort zum Teil auch scheinbar eine Art Neolithikum, was länger besteht als in anderen Teilen von Europa. Das heißt, wir möchten das gern genauso hier auch machen. Motiviert war das Ganze auch durch diesen wunderschönen Dolmen. Ich weiß nicht, wer ihn kennt, Oberbipp, das ist hier ganz in der Nähe von Bern. Da hat eine schöne Geschichte, da hat ein Bauer auf seinem Feld einen Stein gehabt und hat seinem, ich will sagen, 8- oder 10-jährigen Sohn oder so zum Geburtstag geschenkt, dass er mit dem großen Bagger diesen Stein wegbaggern darf. Ja? Dann sind die da mit dem Bagger angerückt und der Kleine durfte dann irgendwie den Bagger irgendwie baggern. Und dann haben die auf diesem Stein rumgehackt, das sieht man hier noch. Und dann stellte sich aber raus, dass dieser kleine Stein in Wirklichkeit irgendwie 10 Tonnen schwer war und ein riesiger, großer Megalith war und dass darunter ein Megalith-Grab war. Das hat man dann freigelegt, eine wunderbare archäologische Ausgrabung, ist auch rekonstruiert, der steht, glaube ich, heute irgendwo auf dem Kreisverkehr im Ort oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Darunter, unter diesem Megalith-Grab, aus dieser Zeit so ungefähr 4. Jahrtausend vor Christus, hat man jede Menge Skelette gefunden, mehr als 30 Individuen. Das heißt, im Gegensatz zu vielen anderen Megalithgräbern aus der Zeit waren hier die Skelette noch erhalten. In vielen Megalithgräbern, die man überall auch in der Schweiz zu der Zeit hat, hat man die Skelette irgendwann rausgeholt. Da sind die einfach nicht mehr da, aber hier waren sie noch da. Und Sandra Lösch, die hier Anthropologin ist, hier in den Rechtswissenschaften von der Universität, die hat die untersucht. Und zusammen mit Albert Hafner, wie gesagt, der Archäologe hier ist, hat man dann gesagt, da können wir doch ein tolles Projekt draus machen, schauen wir uns die genetisch an und holen dann noch ein paar andere Individuen aus der Zeit zusammen. Und daraus sind viele Arbeiten entstanden, ich möchte aber heute nur über eine reden und das ist eine Arbeit von dann Anja Furtwängler, die war dann meine Doktorandin an der Universität Tübingen und die hat diese Daten dann sich angeschaut und hat dann im Prinzip das, was wir für Europa gemacht haben, auch für die Schweiz gemacht. Das heißt, wir hatten dann hier die Fragestellung, gab es auch diese Einwanderung in die Schweiz, die wir nach Mitteleuropa sehen, war das hier vielleicht ein anderer Prozess, war der Zeitpunkt anders, wie haben sich soziale Strukturen verändert, das heißt, wenn wir dann plötzlich diese Menschen vielleicht aus Osteuropa sehen, sind die Familien dann anders aufgebaut, haben wir eine andere Mobilität, sind vielleicht Männer mehr mobil, Frauen mehr mobil und solche Fragen haben wir dann gestellt und dafür haben wir eine ganze Reihe von Individuen zusammengesammelt, also Oberbipp, wie gesagt, hier, unter anderem dann aber auch aus anderen Fundstellen, man sieht hier so, das ist die Zeitachse, das ist 5000 vor Christus bis 1000 vor Christus, also bis in die Eisenzeit hinein von im Prinzip der frühen Jungsteinzeit, also dem Neolithikum, bis dann so 3000 vor heute. Und aus den unterschiedlichen Fundstellen, die man hier sieht. Zusätzlich konnten wir dann auch noch in die Daten einen zusätzlichen Datenpunkt mit reinnehmen, der bereits von anderen Gruppen publiziert wurde, der stammt aus Büchon, das ist im Jura hier, das ist ein Jäger und Sammler, der ist ungefähr 13.000 Jahre alt, also quasi so eine Art Ureuropäer, ein Urschweizer, wenn man so will. Ich glaube, ist auch tatsächlich der älteste Schweizer, wenn mich nicht alles täuscht, also der älteste Fund, der älteste anthropologische Fund aus der Schweiz. Und jetzt haben wir hier im Prinzip wieder so eine schöne Karte, das ist im Prinzip die Karte, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Wir haben hier wieder Europa im Hintergrund, diesmal wieder aber farbig, hier ist Spanien, Frankreich, die Schweiz, Großbritannien, Skandinavien, Deutschland, hier wäre Italien und der Balkan. Und hier im Hintergrund haben wir jetzt wieder alte Individuen, das sind jetzt aber nicht die Schweizer, sondern das sind jetzt aus anderen Teilen Europas. Hier haben wir die anatolischen Ackerbauern quasi aus dem Westen Anatoliens, hier hätten wir die Jäger und Sammler, die ganz anders sind wie die heutigen Schweizer. Also das heißt, die Ureuropäer sehen nicht so aus wie die heutigen
Europäer. Das haben wir eben schon in den Analysen gesehen. Aber man sieht halt auch, dass die quasi heutigen Europäer mehr oder weniger so eine Art Mischung aus den beiden sind, aber noch ein bisschen die Richtung verschoben, wo wir natürlich dann diese osteuropäische Einwanderung haben. Und als erstes können wir uns anschauen, wie sieht jetzt der Urschweizer aus? Wie sieht der Jäger und Sammler aus Bichon aus? Ja? Der fällt, wie nicht anders zu erwarten war, hier oben in die Wolke von Jägern und Sammlern. Das ist keine große Überraschung, er ist ein Jäger und Sammler, sieht aus wie ein westlicher Jäger und Sammler, ist ein Jäger und Sammler. Ja. Wenn wir uns jetzt die Neolithiker anschauen, das heißt die ersten Ackerbauern, die hier gelebt haben, im frühen mittleren Neolithikum bis in die Kupferzeit, dann sehen die so aus. Ja. Das hier, das sind im Prinzip die Neolithiker, die mehr als 5000 Jahre alt sind, also zwischen ungefähr 7500 und 5000 vor heute. Ja, die fallen alle in diese Wolke hier. Die Wolke überlappt zum Teil mit der anatolischen Ackerbauern, aber ist so ein bisschen in die Richtung verschoben, ja, in die Richtung der Jäger und Sammler. Und tatsächlich sehen wir auch mehr Jäger- und Sammlergene in den Schweizer Frühbauern, als wir das zum Beispiel in der Mittelelbe-Saale-Region in Mitteleuropa gefunden haben. Das liegt aber auch darin, dass die meisten von denen hier so zwischen 6000 und 5000 Jahre alt sind. Wir haben die ganz frühen bisher nicht. Die liegen in der Südschweiz und zu denen hatten wir bisher keinen Zugang. Ja. Weil meine Kooperationspartner aus der Nordschweiz kommen. Wir versuchen jetzt aber auch Material aus der Südschweiz zu bekommen, rede ich am Ende nochmal drüber, dann können wir vielleicht auch uns die ganz frühen Ackerbauern anschauen. Aber für die späteren Ackerbauern, die so 6000 bis 5000 Jahre alt sind, wie gesagt, die sehen so aus, wie auch der Rest Europas zu der Zeit, wie auch der Ötzi, der würde auch hier ungefähr hinfallen. Das heißt, das ist jetzt 5000 und älter. Wie sieht jetzt 5000 und jünger aus? Das heißt, diese Zeit der Schnurkeramik und der späteren, wo wir im Rest von Europa diese Einwanderung sehen. Und das sind, Sie sehen das vielleicht schon, das ist der Rest der Wolke hier. Das heißt, hier sehen wir genauso auch diese genetische Verschiebung. Ja, wir sehen im Prinzip auch Individuen, die fast genauso aussehen wie die Individuen, die wir aus der Steppe haben, aus ganz weit Osteuropa. Das heißt, wir haben im Prinzip dasselbe Muster, was wir in der Mittelelbe-Saale-Region haben, haben wir auch hier in der Schweiz. War vielleicht keine ganz große Überraschung, aber auf jeden Fall finden wir es bestätigt. Und gerade für Archäologen wie den Albert Hafner war das sehr wichtig zu sehen, dass die Schnurkeramikkultur im Prinzip auch eine eingewanderte eigentlich Kultur aus der Steppe ist. Ja? Also dass da wirklich Menschen aus quasi dann über ein paar Generationen natürlich aus der Steppe, aus Osteuropa nach Mitteleuropa damit in die Schweiz kam. Das heißt, man kann hier auch wieder so eine Analyse machen, kann sich die Komponenten anschauen. So werden die heutigen Schweizer ausschauen. Das heißt, mit diesen drei Komponenten, blau sind die Jäger und Sammler, orange sind die anatolischen Ackerbauern und grün ist quasi diese osteuropäische Komponente. Und man sieht, die kleinste Komponente der heutigen Schweizer ist diese blaue Komponente, das heißt die Jäger- und Sammler-Komponente. Ja, ist wieder da, die einen freuen sich, dass sie wenig Jäger und Sammler sind, manche gehen gern jagen und fischen, hätten vielleicht gern mehr von der blauen Komponente, aber sie ist wie gesagt hier nicht so hoch. Größter Anteil der heutigen Schweizer wäre der orange Anteil, also dieser quasi der anatolischen Ackerbauern und der Rest wäre dann dieser osteuropäische Anteil. In der Vergangenheit war das anders. Wenn ich mir jetzt die Neolithiker und die Kupferzeitler angucke, dann sehe ich, da habe ich die Grünen noch gar nicht, genauso wie im Rest von Europa. Die kommt aus vor 4800 Jahren. Das heißt, wir sehen, das ist überall so. Die haben zum Teil ein bisschen mehr Jäger und Sammler als heute. Man sieht, das nimmt ab, weil das kommt dazu. Das heißt, das wird quasi komprimiert in die Richtung. Ja, ist nicht so, dass dann irgendwie die verschwindet, die DNA, ist einfach nur, dass der Gesamtanteil ja verschoben wird. Und man sieht halt sehr schön, diese grüne Komponente kommt dann hier ab ungefähr 4800 bis 4900 vor heute oder 2800 vor Christus, kommt diese in den sogenannten Endneolithikum, das ist ein bisschen blöde Terminologie, ich mag die überhaupt nicht, aber das haben die Archäologen irgendwann mal so festgelegt, dass das immer noch Neolithikum ist. Aber genetisch gesehen sind die ganz anders, von der Kultur sind die ganz anders. Die haben auch schon Bronze, heißen aber noch nicht Bronzezeit. Die Bronzezeit beginnt dann erst ab 2100 oder 2200 vor Christus, also 600, 700 Jahre später beginnt die Bronzezeit. Die sehen aber immer noch genauso aus wie die Leute vorher. Also deswegen aus genetischer Sicht, wenn ich das wieder neu benennen könnte, würde ich diese Zeit Bronzezeit nennen und diese Zeit Neolithikum. Aber ich bin Genetiker und möchte das um Gottes Willen nicht tun. Aber vielleicht sind Archäologen hier und möchten sich damit mal auseinandersetzen. Und wie gesagt, hier ist dieser gleiche Schnitt, den wir auch in der Mittelelbe-Saale-Region sehen. Das heißt, wie gesagt, diese große Verschiebung. Das heißt, wir haben diese Einwanderung der Yamnaya nicht nur nach Osteuropa und Mitteleuropa, sondern auf alle Fälle auch bis hier in die Nordwestschweiz mit dieser Schnurkeramik, dann beginnend haben wir diese genetische Verschiebung. Was wir jetzt in dieser Studie gemacht haben, ist, wir haben jetzt noch ein bisschen mehr reingezoomt, weil wir mehr Daten hatten und haben uns das jetzt nochmal genauer angeschaut. Das ist diese grüne Komponente und haben mal versucht zu datieren, wann kommt die grüne Komponente, wann ist das genau. Das ist hier im Prinzip die Zeit wieder, Jahre vor Christus.
Und dann haben wir hier im Prinzip, das ist der Anteil dieser Steppen-DNA. Man sieht am Anfang ganz viel, da gibt es Individuen, die haben bis zu fast 100% Steppen-DNA und dann nimmt die wieder so ein bisschen ab im Laufe der Zeit. Und dann kann man datieren, wann ist das ungefähr genau passiert. Und dann kommen wir so auf 2800 bis 2900 Jahre. Also wir haben jetzt sogar relativ gut die Zeit, wann das passiert ist. Wenn man das interessanterweise vergleicht mit anderen Teilen Europas, zum Beispiel Großbritannien, da passiert das vor 4600 Jahren, also 2600 vor Christus. Das heißt, es passiert später. Ne? Macht auch Sinn, es ist weiter im Westen, es dauert länger, bis sie da hinkommen. Aber auch in Deutschland, interessanterweise, passiert es auch ein bisschen später. Das heißt, es scheint früher in die Schweiz zu kommen als nach Deutschland. Ja? Zumindest, wo wir die meisten Daten hier haben, Ostdeutschland, Mitteldeutschland. Das heißt, könnte sein, dass es, ich habe es so auf der Karte gezeigt, so eine Art südliche Route gab, die vielleicht ein bisschen schneller war als die nördliche Route. Und wenn ich das mit Spanien vergleiche, da passiert das noch später, das ist ungefähr 4200 bis 4400 vor heute oder 2200 bis 2400 vor Christus. Interessant war jetzt auch, dass wenn ich mir das jetzt nochmal anschaue, wie viel Prozent Steppen-DNA haben diese einzelnen Individuen durch die Zeit, am Anfang quasi vor mehr als 3000 Jahren hat es keiner, so vor mehr als 5000 Jahren hat es keiner, dann kommen die rein, ja, da haben wir zum Beispiel männliche Individuen, die fast 100% haben, ne? Die, wie gesagt, sind auch sehr mobil. Aber interessanterweise habe ich bis ungefähr 2000 vor Christus Individuen, die haben null Steppen-DNA, haben quasi noch nicht diese Steppensignatur. Und wenn man sich das mal anschaut, das sind alles rote Punkte, das sind überhaupt keine blauen Punkte, das sind alles Frauen. Und das ist spannend, weil wenn ich jetzt hier nochmal eins zurückgehe, dann habe ich das quasi in den anderen Teilen, wie hier zum Beispiel in Deutschland oder auch in Großbritannien nicht. In Spanien habe ich das wieder, ja? Aber da kommt das ja auch viel später hin. Das heißt, hier in der Schweiz scheint es so zu sein, dass wir zwar vor 4800 Jahren diese Steppenkomponente haben, die hierher kommt, aber es gibt weiterhin Frauen, interessanterweise aber in Siedlungen von Menschen mit Steppen-DNA, die das überhaupt nicht haben. Und das macht natürlich keinen Sinn, weil deren Eltern haben das ja dann auch nicht gehabt und deren Großeltern haben das auch nicht gehabt, weil sonst hätten die mindestens ein paar Prozent. Das heißt, sie haben null davon. Und das hat uns dazu geführt zu spekulieren, dass diese Frauen aus einer Region kommen müssen, die irgendwo existiert, in der Umgebung der Schweiz, die quasi noch keine Steppensignatur hat. Und das mehr als 1000 Jahre, nachdem die Steppensignatur herkommt. Das ist gar nicht so einfach, das sehen wir nirgendwo sonst in Mitteleuropa. Das heißt, es scheint hier eine Region zu geben in der Schweiz, die sich sozusagen eine Art Resistance, ja, also so wie bei Asterix und Obelix, so eine Art Dorf, was sich abgeschottet hat. Ja. Und es ist natürlich so, in der Schweiz gibt es natürlich Regionen, die vielleicht ein bisschen isolierter sind wie andere Regionen. Ja. Vielleicht Alpentäler. Ne. Das ist sozusagen im Moment tatsächlich unsere beste Erklärung, dass wir eventuell, wie wir diese Frauen mit dieser ohne Steppensignatur erklären können, dass wir hier Regionen haben, in die die Steppensignatur einfach nicht vordringt. Aber die Frauen aus diesen Regionen in diese anderen Regionen mobil quasi einwandern. Ja? Und die finden sich dann in Familien, wo quasi, da haben wir dann den Mann, der hat genau wie er es haben sollte, 50% Steppensignatur, die Frau hat nichts. Ja? Wir sehen das aber nicht bei Männern, sondern nur bei Frauen. Das heißt, wir haben mobile Frauen, die in diese Steppen quasi quasi dann Kulturen oder Gemeinschaften dann halt einheiraten, so würde man das dann interpretieren, und das über 1000 Jahre. Das heißt, wir haben so eine Art parallele, wenn man so will, steinzeitliche Kulturen. Wir müssen irgendwo eine Region haben, die aber mit den anderen Regionen in Verbindung steht. Interessant wird das auch, wenn wir uns jetzt die Familienstammbäume aus der Zeit anschauen. Wir haben jetzt hunderte von Individuen aus der Vergangenheit, aus der quasi steinzeitlichen Schweiz, die wir hier analysiert haben. Und da finden wir natürlich auch Individuen, die direkte Verwandte sind. Kinder, Eltern, Großeltern. Ja, wir haben dann so ein paar aus den unterschiedlichen Fundstellen hier so Stammbäume rekonstruiert. Man sieht es so, zum Teil sind es so 3 Generationen, zum Teil auch 4 Generationen, die zurückgehen. Und wir haben dann hier dann dargestellt, zum Beispiel das Y-Chromosom, wie das vererbt wird. Dann kann man dann sehen, das sind dann Männer, das sind Frauen, dieser Mann, diese Frau, da haben wir den Mann nicht. Wir wissen aber, dass es ihn gibt anhand der Kinder. Das ist die Mutter und wir haben dann von der Mutter die 2 Söhne hier und wir haben dann von dem einen Sohn nochmal den Sohn. Das heißt, wir haben hier quasi auch dann den Enkel. Hier ist das ähnlich, da haben wir hier so einen Vater, der hat scheinbar 2 Frauen gehabt und der hat hier dann halt einen Sohn und dann wiederum noch einen Enkelsohn. Und interessant ist, wir haben hier im Prinzip jede Menge Kinder, viele davon Söhne, aber nur einer davon ist eine Frau, das heißt eine Tochter,
Und die waren noch nicht erwachsen. Und das Gleiche sehen wir auch in Mitteleuropa. Zu dieser Zeit im Neolithikum, auch in Frankreich zum Beispiel, wo wir jetzt viele Daten haben, wir haben in diesen großen neolithischen Fundplätzen, wo wir ein ganzes Gräberfeld haben, keine weiblichen Nachfahren. Wir haben nur männliche Nachfahren. Das heißt, die Töchter fehlen. Es sind nur die Söhne da. Und unsere Interpretation ist, dass die Frauen mobil sind. Die Frauen verlassen die Gemeinschaft. So wie das auch im Mittelalter durchaus relativ häufig so war. Die Frauen verlassen den Hof und die Männer, die Söhne quasi erben den Hof. Und das sehen wir im Prinzip ab 6000 vor heute. Bis natürlich ins Mittelalter. Wir haben tatsächlich noch keine Zeit gefunden, wo wir das nicht sehen. Das scheint das Standard quasi, was wir dann Patrilokalität nehmen, das ist das Standardmodell für die Vorgeschichte. Und das haben wir, wie gesagt, natürlich auch noch zum Teil in anderen Teilen der Welt heute noch und wie gesagt auch in der Vorgeschichte. Das heißt, wir haben scheinbar mobile Frauen, die die quasi Gemeinschaft verlassen und dann woanders hingehen. Gut, jetzt habe ich lange geredet, ich versuche es zusammenzufassen und wir haben dann noch ein bisschen Zeit, ich habe auch noch ein paar andere Folien und versuche Ihnen so ein bisschen die genetische Geschichte der Schweiz vielleicht noch dann in ein paar Sätzen zusammenzufassen, die ich Ihnen erzählt habe. Das heißt, wir haben vor ungefähr dann mehr als 5000 Jahren, vor 5000 vor Christus, haben wir diese Einwanderung der anatolischen Ackerbauern. Die haben wir hier in der Schweiz genauso wie im Rest von Europa. Das heißt, die kommen hierher und verdrängen die lokale Jäger- und Sammlergemeinschaft, vermischen sich aber auch zum Teil mit denen. Also das heißt, die haben irgendwo auch Kinder, die interagieren und im Laufe der nächsten paar hundert oder tausend Jahre bis ungefähr 3000 vor Christus gibt es dann diese Art Mischkultur. Das heißt, Jäger und Sammler und Ackerbauern vermischen sich, die existieren parallel und nähern sich immer stärker an. Dann vor ungefähr 2900 Jahren mit dem Beginn der Schnurkeramik haben wir eine Einwanderung aus Osteuropa. Und die ist im Anfang immens. Ja, Sie haben das gesehen in Mitteleuropa, ich habe gesagt 95% genetische Verdrängung, Großbritannien 95% genetische Verdrängung. Die Y-Chromosomen, die männlichen Linien, werden in Großbritannien zu 100% verdrängt über mehrere hundert Jahre. Auf der Bärischen Halbinsel zu 100% verdrängt über mehrere hundert Jahre. Das heißt, es ist hauptsächlich durch Männer getrieben. Was diese Männer haben im Vergleich zu den lokalen Männern, wissen wir nicht. Die Anthropologen sagen uns, sie sind ein bisschen größer, vielleicht sind große Männer attraktiver. Es kann auch einfach sein, dass sie neue Technologien haben, dass sie Gewalt ausgeübt haben, dass es zu Krankheitsausbrüchen kam. Wir können nur spekulieren, aber sie verdrängen die lokale Bevölkerung. Die lokalen Männer hauptsächlich. Interessanterweise dann aber über die nächsten paar hundert Jahre vermischen sie sich halt auch wieder. Es scheint immer noch im Prinzip diese vorherige Mixtur zu geben. Das heißt, am Anfang ist es ganz hoch der Anteil dieser Menschen, die aus der Steppe kommen und dann im Laufe der Zeit nimmt er etwas ab, sodass es heute, wie gesagt, in heutigen Schweizern zum Beispiel oder auch in anderen heutigen Mitteleuropäern so 30-40% sind. Wir haben aber hier in der Schweiz, und das ist wirklich besonders, weil wir das nirgendwo anders in Mitteleuropa oder überhaupt in Westeuropa sehen, haben wir diese parallelen Gesellschaften im dritten Jahrtausend. Das heißt, zwischen 3000 und 2000 vor Christus haben wir scheinbar zwei Gesellschaften. Wir haben einmal die, die diese Steppensignatur haben, die sich dort vermischt haben, und wir haben die, die es irgendwie schaffen, über 1000 Jahre das nicht zu tun. Und wo die sitzen, wissen wir nicht. Ja, da hoffen wir sehr, dass wir die bald finden, weil in Italien haben wir Daten, da sind sie nicht. In Frankreich haben wir Daten, da sind sie nicht. In Deutschland haben wir Daten, da sind sie nicht. Sie müssen irgendwo in der Schweiz sein. Ja? Und die vermuten in der Südschweiz, aber wie gesagt, da haben wir noch keine Daten. Und wie gesagt, die Gesellschaften sind patrilokal, das heißt, die soziale Struktur sind Patrilokalität. Die Männer erben den Hof, der wird weitergegeben, scheinbar vom Großvater. Wir haben in Augsburg in Süddeutschland haben wir einen über sechs Generationen laufenden frühbronzezeitlichen Hof, der wird quasi vom Urgroßvater weitergegeben bis an die Enkel. Und das geht so durch und wir haben da auch keinen weiblichen Nachfolger. Also das scheint wirklich das Standardpaket zu der Zeit zu sein. Man muss natürlich an dieser Stelle auch erwähnen, DNA dient uns für solche Verwandtschaftsanalysen, wie ich es Ihnen jetzt gezeigt habe, um Mobilität zu zeigen und wer mit wem wie verwandt ist, um Stammbäume zu rekonstruieren, Familienstammbäume, soziale Strukturen. Aber natürlich, die DNA ist natürlich eigentlich der Bauplan. Ja? Gene verursachen natürlich Phänotypen. Ja? Und dann können wir uns natürlich auch anschauen. Das heißt, wir haben uns in den letzten Jahren halt auch die Phänotypen angeschaut, wie die sich verändert haben, wie sich das Aussehen der Menschen verändert hat über die letzten paar tausend Jahre. Und hier hat man wieder Zeit, quasi bis 8000 vor heute. Und hier ist die Frequenz von bestimmten Genen. Da will ich mir jetzt nur mal ein paar rausgreifen. Eins ist zum Beispiel die hellen Augen. Ja? Also
sind in Europa relativ häufig, ungefähr in Mitteleuropa die Hälfte der Menschen hat helle Augen. Und da gibt es eine Mutation, die kennt man sehr gut, die verursacht die hellen Augen. Ja, die haben, wie gesagt, sehr viele Menschen. Das heißt, wenn ich heute gucke, das ist das Rote hier, da haben das ungefähr 70% der Menschen haben helle Augen. Allerdings, wenn sie ein Gen für dunkle Augen haben und ein Gen für helle Augen haben, dann haben sie trotzdem dunkle Augen. Ja, das wissen vielleicht viele so auch, so ein bisschen Alltagswissen, was man so kennt. Bedeutet halt auch, wenn man Kinder mit braunen Augen hat und beide Eltern haben blaue Augen, da sollte man sich Sorgen machen. Ja. Das kann so nicht sein. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden irgendwie nervös gemacht. Ich sehe gleich das Handy raus und niemand rennt raus. Also muss man mal ein bisschen vorsichtig sein, aber kennen ja zumindest auch viele. Und diese hellen Augen, wenn ich jetzt zurück in der Zeit gehe, dann sehe ich, dass die frühen Ackerbauern, die hier vor 6000 Jahren gelebt haben, die haben nur relativ so vielleicht 15-20% dieses Gen für blaue Augen. Das heißt, die haben dann häufig braun und blau, das heißt braune Augen. Das heißt, die meisten Ackerbauern, wahrscheinlich mehr als 95%, hatten braune Augen. Ja? Das heißt, diese frühen Ackerbauern aus Anatolien hatten braune Augen. Interessant ist jetzt, wenn ich aber zurückgehe zu den Jägern und Sammlern, die vor quasi 8000 Jahren hier gelebt haben, in quasi ganz Westeurasien, die hatten alle blaue Augen. Ja, wir haben noch keinen gefunden, der 8000 bis 15000 Jahre alt ist, der keine blauen Augen hat. Die hatten alle blaue Augen. Ja. Das heißt, die Ureuropäer hatten blaue Augen. Interessanterweise, und ich erwähne das nur, wenn ich noch weiter zurückgehe in der Zeit, vor mehr als 15000 Jahren hatte niemand blaue Augen. Das heißt, vor 15000 Jahren entsteht das Gen und breitet sich aus und irgendwie ist das toll. Ja, blaue Augen sind toll. Komisch auch, breitet sich auch heute noch aus. Also in Großbritannien hat eine Studie gezeigt, auch im 20. Jahrhundert haben sich die blauen Augen noch ausgebreitet. Das heißt, Menschen mit blauen Augen haben mehr Kinder als Menschen mit braunen Augen. Ja, kann nur sexuelle Selektion sein. Wir haben zumindest keine andere, bessere Erklärung. Anders ist es interessanterweise jetzt aber bei den Hautfarben. Wenn ich mir die Hautfarben anschaue, die helle Haut, die typische europäische helle Haut, die haben quasi heute alle. Also das heißt, man kann sagen, hier diese zwei Gene, die für die helle Haut verantwortlich sind, Europäern, die ist fixiert. Die haben, alle Mitteleuropäer haben diese zwei Gene. Gehe ich jetzt aber in der Zeit zurück zu den frühen Ackerbauern zum Beispiel, da sehe ich, dass das grüne Gen hier ist in niedriger Frequenz, das blaue auch in niedriger Frequenz. Das heißt, die sind, die frühen Ackerbauern, wahrscheinlich von ihrer Hautfarbe her dunkler als die heutigen Europäer. Also diese aus Anatolien angewanderten frühen Ackerbauern, die hatten eine dunkle Haut, dunkle Augen. Ist vielleicht auch keine ganz große Überraschung, ist ja auch so ein bisschen mehr der Phänotyp im Nahen Osten heute. Gehe ich jetzt aber noch weiter in der Zeit zurück zu den Jägern und Sammlern, dass die Frequenz des weiße Hautgen machenden Gens null. Ja? Die haben das gar nicht. Das heißt, die Jäger und Sammler Europas, die hier vor 8000, 10000, 15000, 20000, 30000, 40000 Jahren gelebt haben, ist vom Phänotyp her dunkel. Wir können die nicht unterscheiden von Menschen südlich der Sahara. Ja? Das heißt, die Ureuropäer, ja, die man häufig dann auch im Museum, ich weiß nicht, ob es hier einen Raum gibt, für wahrscheinlich nicht für Jäger und Sammler, aber in urgeschichtlichen Museen, werden die immer so weiß dargestellt. Cro-Magnon-Menschen sind fast immer weiß. Ja? Die sind nicht weiß, die sind dunkel. Das heißt, wenn man so will, der Urschweizer sieht so aus. Ja? Also der hier vor 8000 Jahren gelebt hat. Also das ist dieser Bichon-Mensch hier aus quasi dem Jura, der sieht so aus. Und in den wenigsten Museen wird man ihn so dargestellt sehen. Ja? Meistens sieht er sehr europäisch aus, aber so sahen die nicht aus. Das heißt, die Hautfarbe, die breitet sich, die helle Haut breitet sich eigentlich erst in den letzten 5000 Jahren aus. Ja? Da muss man sich fragen, warum sind die Menschen weiß geworden? Warum sind die Europäer weiß geworden? Und die beste Erklärung im Moment, warum die Europäer weiß geworden sind, ist tatsächlich, sie haben Ackerbau entwickelt. Und zwar mit dem Ackerbau verändert sich die Ernährung und Ackerbauern nehmen in ihrer Nahrung fast kein Vitamin D auf. Und Sie wissen ja, Vitamin D wird in der Haut auch produziert durch Sonnenlicht. Habe ich jetzt dunkle Haut, kann ich nicht viel Vitamin D produzieren im Winter, wenn es dunkel ist. Habe ich helle Haut, kann ich Vitamin D produzieren. Die Jäger und Sammler hatten das Problem nicht. Die haben Fisch und Fleisch gegessen. Da ist Vitamin D drin. Ja, auch die heutigen Eskimo, die seit 4500 Jahren da oben im Norden leben, sind vom Phänotyp her dunkel, weil die haben in der Nahrung genügend Vitamin D, die brauchen nicht weiß zu werden. Aber die Europäer haben Ackerbau entwickelt, sind quasi zu Vegetariern geworden, haben kaum noch Fisch und Fleisch zu sich genommen und mussten das kompensieren und sind weiß geworden. Und deswegen sind auch die Menschen, die im weitesten im Norden wohnen in der Welt und Ackerbau betreiben, das sind die Skandinavier und die sind am hellsten, ja, weil die dort Ackerbau betreiben. Wiederum Sami und Lappen und also sind Lappen und sibirische Nomaden und wie gesagt Eskimo, die haben einen eher dunklen Phänotyp, ja, weil die brauchen das nicht, die brauchen nicht weiß werden. Ja, aber wenn man Ackerbau betreiben will in Europa und vor allem im Norden von Europa, musste man weiß werden. Das heißt, der Ackerbau hat es eigentlich verursacht, dass die Menschen in Europa weiß geworden sind. Zumindest ist das im Moment die beste Erklärung. Eine Sache wollte ich hier noch erwähnen, dann kommen wir auch fast zum Ende. Und
das ist die Milch, ja, die Milchverträglichkeit. Ja. In der Schweiz sicherlich ganz wichtig, viele Menschen hier sehr viel Käse und Milchprodukte zu sich nehmen. Und das ist auch was, das wissen die meisten sicherlich, Laktosetoleranz, die Fähigkeit, viel Milch trinken zu können, die ist nicht bei jedem vorhanden. Ja, hier bei ungefähr der Hälfte der Leute im Raum können einen Liter Milch trinken, ohne Probleme zu bekommen. Die Frequenz von dem Gen, was das verursacht, ist heute bei ungefähr 50-60% in Mitteleuropa. Das heißt, viele Menschen auf der Welt haben dieses Gen nicht. In Europa ist es relativ verbreitet. Das heißt, man hat zumindest spekuliert, dass mit dem Ackerbau die Milchwirtschaft kam, mit der Milchwirtschaft kam viel Milch. Und wenn man viel Milch hat, dann ist es auch gut, die natürlich trinken zu können, dass man die verdauen kann, dass man laktosetolerant ist. Was die Daten jetzt aber zeigen ist, wenn ich zurück in der Zeit gehe und das schon zu 4000 vor heute, gibt es die Frequenz ist ganz niedrig und die quasi Neolithiker haben das Gen gar nicht. Das heißt, das Gen hat sich tatsächlich erst seit dem Mittelalter bei uns ausgebreitet. Ja? Das ist ein ganz neues, relativ, also das Gen selbst ist vor ein paar tausend Jahren entstanden, aber eigentlich erst seit dem frühen Mittelalter breitet sich das aus. Spannend ist aber, dass der älteste Befund für dieses Gen interessanterweise aus der Schweiz stammt, aus Spreitenbach. Ja? Also das heißt, das verstehen wir noch nicht so richtig, warum es in Mitteleuropa ist, weil man dachte immer, es passiert irgendwo in Osteuropa, aber tatsächlich in diesem Datensatz, den wir in der Schweiz produziert haben, der so aus der Zeit hier stammt, haben wir ein Individuum, was das Laktosetoleranzgen hat. Also, ja, also eine lange Tradition von Milchwirtschaft scheinbar hier in der Schweiz. Vielleicht noch ganz abschließend möchte ich natürlich auch erwähnen, dass mit Menschen wandern auch Sprachen. Ja? Die Menschen bringen ihre Sprachen mit, wenn sie irgendwo hingehen. Und da gab es halt eine Theorie zu diesen indoeuropäischen Sprachen, die wir heute ja sprechen. Alle Sprachen in der Schweiz sind indoeuropäische Sprachen. Und wie sind die nach Europa gekommen? Da gab es zwei Theorien. Das eine war anatolischen Ursprungs, das heißt mit den frühen Ackerbauern sind die hierher gekommen, die indoeuropäischen Sprachen, und haben dann die Ursprachen, die vorher hier gesprochen wurden, verdrängt von den Jägern und Sammlern. Und es gab diese Steppenhypothese, das heißt, dass die Yamnaya sie mitgebracht haben. Und jetzt ist es so, ich habe Ihnen gesagt, Ackerbauern kamen aus Anatolien und ich habe Ihnen gesagt, Menschen kamen aus der Steppe. Das heißt, beide Theorien von den genetischen Daten könnten richtig sein. Wir haben ja Einwanderung aus Anatolien, die haben bestimmt Sprachen mitgebracht, und wir haben Einwanderung aus der Region nördlich des Schwarzen Meeres, auch die haben Sprachen mitgebracht. Das heißt, eigentlich sollten beide Hypothesen von der Genetik bestärkt werden. Allerdings ist es jetzt so, dass wenn die anatolischen Ackerbauern die europäischen, die indoeuropäischen Sprachen mit hierher gebracht haben, dann müssten die die auch irgendwie nach Indien gebracht haben, weil die haben wir ja in Indien bis nach Island. Ne? In dieser ganzen Region hier haben wir indoeuropäische Sprachen. Das heißt, dann hätte es auch eine Einwanderung aus Anatolien nach Indien geben müssen. Die gibt es aber nicht. Ja? Wir haben keine Hinweise darauf, dass quasi diese anatolische genetische Paket irgendwann nach Indien, das ist heute nicht da und auch in der Vergangenheit nicht da und das kommt nie hier hin. Allerdings dieses Paket hier, was vor 5000 Jahren nach Westen geht, geht auch nach Osten und geht nach Indien und kommt vor ungefähr genau 3700 Jahren nach Indien. Und aus der Zeit haben wir die ersten vedischen Texte, das ist quasi das Sanskrit, das ist quasi das urindoeuropäische Sprache im Norden von Indien. Und tatsächlich sieht man auch eine perfekte Korrelation in Indien, das heißt, die Menschen mit der meisten Steppen-DNA haben dann indoeuropäische Sprachen, die weniger Steppen-DNA haben, umso weniger Steppen mehr, umso häufiger haben sie dann dravidische Sprachen, das sind quasi nicht indoeuropäische Sprachen, die im Süden von Indien gesprochen werden. Das heißt, diese Steppen-Ursprungstheorie wird von der Genetik jetzt ganz stark unterstützt. Ja, das ist fast so, dass wir sie eigentlich nicht mehr zurückweisen können. Die Unterstützung ist durchaus fast eine perfekte Korrelation zwischen den auch Stammbaum der Sprachen, der indoeuropäischen Sprachen und der Ausbreitung der Genetik. Also die, wie gesagt, wird sehr stark unterstützt, die eigentlich überhaupt gar nicht. Ja, und natürlich muss man sagen, das sind tote Menschen, die sprechen nichts mehr, die haben auch keine Schrifttafeln in der Hand, wir wissen nicht, was sie gesprochen haben, aber die Korrelation ist wirklich sehr, sehr gut zwischen der Ausbreitung der Genetik und der Ausbreitung der Sprachen. Also wie gesagt, sieht es jetzt auch so aus, als ob von hier die Sprachen nach quasi Westen gehen. Das heißt dann im Prinzip auch, dass mit der Schnurkeramik vor 4800 Jahren die indoeuropäischen Sprachen hierher kommen. Das ist dann noch nicht Deutsch, Französisch, Italienisch, das ist dann noch eine frühe Form, Protoform von diesen europäischen Sprachen, aber differenziert sich dann relativ stark in die slawischen, in die germanischen und dann in die romanischen Sprachen, und die haben ja dann immerhin hier in der Schweiz dann gleich zwei von diesen Sprachfamilien, also die Romanosprachen und die germanischen Sprachen. Aber wie gesagt, das passiert dann so ungefähr ab 4800 und dann natürlich in den nächsten paar hundert Jahren.
Ausblick, wo möchten wir noch hin in den nächsten Jahren? Ich habe es schon erwähnt, Sie sehen, wo unsere meisten Daten herkommen, aus der Nordschweiz, und von der Südschweiz haben wir bisher gar nichts. Und wie gesagt, hier kann es natürlich sehr interessante Befunde geben, vor allem die frühen Ackerbauern und vielleicht auch noch mehr, was dann später passiert und natürlich auch in der Zeit. Ich habe Eisenzeit zwar mit in den Titel gepackt, aber aus der Eisenzeit haben wir noch relativ wenig Daten. Auch die Römerzeit wäre sehr, sehr spannend. Also wir möchten auch sehen, wie sich die Genetik dann auch in den Jahrhunderten nach der Bronzezeit verschoben hat und ob es dann noch genetische Verschiebungen gab. Viel ist dann nicht mehr passiert, das muss man auch ganz klar sagen. Das heißt, nachdem diese Genetik aus dem Osten kam, mit im Prinzip der Schnurkeramik, mit dem Beginn der Bronzezeit, verändert sich die Genetik kaum noch. Das heißt, die Individuen aus der Bronzezeit sehen genetisch fast schon genauso aus wie die heutigen Schweizer. Ja? Also viel passiert nicht mehr, aber ein bisschen was wird sicherlich noch passieren. Ja, und damit möchte ich natürlich den ganzen Kollegen danken. Einmal von der Uni Tübingen, natürlich hier von der Universität Bern und dann auch von unserem Institut, damals noch in Jena, wir sind jetzt in Leipzig. Wer noch mehr zu dem Thema erfahren will, ich habe ein Buch geschrieben vor 2 Jahren, das kann man eigentlich auch ganz gut lesen, denke ich. Das ist so geschrieben, dass es relativ gut verständlich ist, denke ich, zusammen mit einem guten Freund von mir, dem Thomas Trappe. Und ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit und wir haben sicherlich noch Zeit für ein paar Fragen. Hier sind leicht geblendet, das heißt, ich sehe nicht, wenn sich jemand meldet, aber es gibt, glaube ich, ein Mikrofon, oder? Genau, hinten gibt es ein Mikrofon, das heißt, wer eine Frage hat, einfach Arm heben und das Mikrofon kommt angerannt. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr geplättet. Hier vorne gibt es eine Frage. Also, Sie suchen im Moment also im Prinzip noch diesen roten Mann, dieses 1000 Jahre Überbleibsel ist noch nicht lokalisiert. Es muss einfach da sein, weil es noch reine Frauen gibt, die gewartet sind. Genau, weil die reinen Frauen haben Väter und Mütter und die müssen irgendwo sein. Und wo die sind, wissen wir nicht. Und es ist wirklich interessant, weil, wie gesagt, sehen wir sonst nirgendwo in Europa. Wir haben das natürlich an der Südspitze an Andalusien, der Iberischen Halbinsel, da kommt das recht spät erst hin, da kommt das so 4200 von Jahren. Es ist unwahrscheinlich, dass jetzt die Südspanierin da gerade in irgendwelche Gemeinden in die Nordschweiz eingeheiratet haben vor 4800 Jahren. Also ich denke, die beste Erklärung, die wir wirklich haben, aber wir haben natürlich keine Daten dazu, ist, dass es irgendwo vielleicht in der Südschweiz, könnte ich mir zumindest vorstellen, weil wir natürlich diese große geografische Barriere haben mit dem Alpenhauptkamm, wo sicherlich zu der Zeit nicht so viel Mobilität war wie heute. Und auch, ja, es ist ja heute auch immer noch so der, wie heißt das, Rösti-Äquator oder so. Ne? Also dass man sozusagen so eine gewisse, natürlich auch kulturelle Barriere da sicherlich noch hat. Und kann man sich durchaus vorstellen, dass natürlich mit der Geografie zu tun hat, dass man das auch zu dieser Zeit hatte. Aber das werden wir natürlich erst sehen, wenn wir dann wirklich auch Daten aus der Region haben. Aber ich wäre sozusagen nicht überrascht, wenn wir uns die Glockenbecher zum Beispiel aus dieser Zeit oder Spätneolithiker aus der Region angucken, dass wir dort Individuen finden würden. Also die Erwartung wäre dann quasi, die sind 4000 Jahre alt und sehen noch so aus, dass sie keine Steppensignatur haben. Aber es gibt dann sowohl Männer als auch Frauen und nicht nur die Frauen. Ja, weil das ist halt das Interessante, dass es halt dann nur diese Frauen gibt in diesen anderen Gemeinden, die sonst diese Schnurkeramik bzw. Steppensignatur haben. Genau. Da drüben. Ihr habt gesagt, ihr habt auch Daten aus Italien. Habt ihr Daten auch vom Aostatal, weil das wäre ja relativ nahe der Schweiz, oder? Genau, also aus Norditalien gibt es leider noch sehr wenig Daten, also da haben wir ein ähnliches Problem, auch im Piemont gibt es noch sehr wenig, also da brauchen wir auch mehr Daten, um das dann zu vergleichen und zu gucken, ob es dort auch so sein könnte. Sonst im Mittel- und Süditalien sehen wir im Prinzip auch dieses Auftreten, diese Steppensignatur, die kommt dort auch hin, auch ein bisschen später, ähnlich wie auf der Bärischen Halbinsel, aber nicht, also so ungefähr 4200 bis 4400, aber nicht bis vor 2000 Jahren, also auch da sehen wir das aber wahrscheinlich dann halt eher aus quasi Osteuropa, also Slowenien oder so, dieser Korridor, der eigentlich auch schon seit Jäger- und Sammlerkulturen und auch später immer wieder von Longobarden und so weiter genutzt wurde, also dass wir dort diese Verbindung haben. Genau.
Also mich würde noch interessieren, welche Impulse, vielleicht auch Anregungen Ihre Forschung für heutige Fragestellungen haben zu Migration, die ja unsere Gesellschaft sehr bewegt. Was denken Sie da, können wir vielleicht lernen, mitnehmen, an Reflexion verarbeiten? Also was die Forschung auf alle Fälle zeigt, und ich habe jetzt nur einen relativ kleinen Ausschnitt gegeben heute, also Jungsteinzeit, Bronzezeit bis frühe Eisenzeit, also nur so 2.000, 3.000 Jahre, ist diese hohe Mobilität. Das heißt, wir sehen auf alle Fälle, dass die Menschen durch die gesamte Menschheitsgeschichte sehr, sehr mobil waren. Ja, und dass dieses Denken, was viele Menschen heute haben, so von Nationen, die irgendwo Blut und Erde und sie gehören in diese Region, das funktioniert ja nicht, wenn sich die Menschen ständig vermischt haben. Ja, viele Menschen, wenn ich manchmal Vorträge gebe, sind fast erschrocken, dass sie so viele anatolische Gene haben. Ja, das passt vielen natürlich nicht ins Konzept. Und das ist aber auch keine große Überraschung. Natürlich, man sieht natürlich kulturellen Austausch und Migration und das ist, wie gesagt, das Konzept, was wir heute haben von den Nationen, ist am Ende ja entstanden im 19. Jahrhundert. Selbst die Grenzen sind ja relativ neu und selbst die verschieben sich noch. Und was es im Prinzip auch zeigt, und das hat am Ende ja auch diese Schweizer Studie, diese Kohlhaus-Studie gezeigt, ist, dass wir auch zwar Gradienten haben, wie sich Genetik verschiebt, ja, aber auch da, dass sich keine Nationen erkennen lassen. Ich habe zwar dann die eingefärbt nach quasi vielleicht Nationalität, Spanien, Deutschland, Belgien, aber man sieht ja auch, dass in dieser bunten Wolke, dass das natürlich ein Gradient ist und dass Menschen, die aus dem südlichen Teil Deutschlands kommen, näher verwandt sind mit welchen aus der Nordschweiz als mit Menschen aus Norddeutschland. Das ist auch keine große Überraschung, aber es zeigt halt ganz klar, es gibt keine nationale biologische Identität, ja? Sondern es ist natürlich Geografie, die das ausmacht, was auch keine große Überraschung ist, das hätte ich bei jedem Tier so. Ne? Der Mensch ist da nicht anders, der pflanzt sich mit Menschen fort, egal ob da jetzt eine Grenze ist oder ob die da nicht ist. Kann man durchaus vorstellen, wenn man dann in 100 Jahren mal schaut, dass man findet, dass vielleicht im 20. Jahrhundert der eiserne Vorhang dazu geführt hat, dass es weniger genetischen Austausch gab in Mitteleuropa. Aber ansonsten gibt es natürlich solche starren Grenzen nicht. Und das ist, denke ich, eine wichtige Information. Und am Ende auch ein Vortrag, den ich häufig halte, ist so diesen zum Teil Rassismus und diese Vorstellung auch wieder, dass es so biologische Einheiten gibt, die man Rasse nennt. Auch das zeigt halt auch ganz klar die genetische Forschung, dass es das ja nicht gibt, weil es ist ja ein Gradient. Ne? Das ist so ein bisschen wie so ein Farbkreis, ja? Wo man halt natürlich unterschiedliche Farben sieht. Wenn ich hier was vom Farbkreis nehme und da was vom Farbkreis nehme und schauen wir es an, dann sind die unterschiedlich. Aber an welcher Stelle beginnt Rot und an welcher Stelle beginnt Grün im Farbkreis? Den Punkt gibt es ja nicht. Das ist ja ein Kreis, das ist ja ein Gradient. Und genauso ist es auch bei menschlicher genetischer Diversität. Das heißt, an welcher Stelle beginnen die Asiaten? An welcher Stelle hören die Europäer auf? An welcher Stelle hört der Nahe Osten auf und Nordafrika beginnt? An welcher Stelle endet Nordafrika und Subsahara-Afrika beginnt? Auch das ist ein Gradient. Ja, und da kann man halt nicht sagen, hier ist die eine, da ist die andere Bevölkerungsgruppe. Also auch das ist ganz wichtig, dass es im Prinzip die genetische Forschung auch zeigt, es gibt halt keine starren Gruppen. Es gibt natürlich genetische Unterschiede zwischen Menschen aus Westafrika und Menschen aus Europa, das ist ja gar keine Frage. Wir finden viel genetische Diversität in Afrika, aber auch da zum Beispiel interessanterweise hat unsere Forschung und der Genetik in den letzten Jahren ja gezeigt, dass wir so viel genetische Diversität in Afrika haben, viel mehr als im Rest der Welt, und dass die Ostafrikaner näher mit uns Nicht-Afrikanern verwandt sind, als mit Westafrikanern. Ja? Das heißt, wenn man sich das so als Stammbaum vorstellt, dann haben wir diese dicken Zweige, die sich verzweigen, dann habe ich die Ostafrikaner und von denen verzweigen sich die Europäer, Asiaten, Australier, Indianer. Aber wir sind im Prinzip aus dem ostafrikanischen Zweig. Das heißt, wir sind genetisch gesehen Afrikaner. Das ist halt auch ein spannender Befund. Auch das ist sozusagen auch für heute ein wichtiger Befund, weil sich die meisten Menschen dessen gar nicht bewusst sind, dass wir eigentlich Afrikaner sind. Ja? Dass die Menschen außerhalb Afrikas Ostafrikaner sind. Ja? Also genetisch zumindest gesehen. Und wenn wir dann immer von den Afrikanern reden, dann ist das eigentlich völlig falsch, weil die sind viel, viel unterschiedlicher als die Menschen im Rest der Welt. Also auch das, denke ich, ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die natürlich auch was in Bezug dann auf dieses Wahrnehmen von Unterschiedlichkeit hinführt. Und wir machen das dann auch wieder häufig fest anhand des Phänotyps, anhand des Aussehens. Ja, Afrikaner, klar, die sind dunkel. Ja. Aborigines sind dunkel. Die Ureinwohner der Philippinen, da gibt es Menschen, die sind sehr, sehr dunkel. In Südamerika, die Menschen, die am Äquator wohnen, sind sehr dunkel. Das ist einfach nur Anpassung an viel Sonnenlicht, dass man dunkel wird. Und vor 10.000 Jahren waren alle Menschen auf der Welt dunkel. Also auch da funktioniert das natürlich nicht, dass man Menschen kategorisiert nach dem Phänotyp, weil der Phänotyp sich einmal sehr stark anpasst.
Und das hat sozusagen nichts mit der genetischen Variation zu tun, dass man dunkle Haut hat, sondern es ist einfach nur eine Anpassung an viel Sonnenlicht. Und würde ich jetzt 10.000 Jahre warten, würden die Australier auch wieder dunkel werden. Ja, also die sind heute hell, die Australier, die Menschen in Australien wohnen, aber die wohnen am Äquator. 20% der Australier heute haben Hautkrebs. Ja, wenn die alle sterben würden, man hätte keine moderne Medizin und Lichtschutzfaktor 50, würden in 10.000 Jahren alle Australier so aussehen wie Aborigines. Ja, das ist keine Frage. Also das würde auf jeden Fall so passieren. Also auch das sind, denke ich, auch wichtige Ergebnisse, die hier aus der Genetik kommen. Das sind sozusagen auch diese phänotypischen Kategorien, die machen auch wenig Sinn. Und auch die haben sich sehr viel verschoben im Laufe der Zeit. Da ist noch eine Frage. Ja, und da noch, ja. Sie haben die Korrelation gezeigt von Schnurkeramik und Yamnaya, also von einem Volk. Wie steht das dann mit den Glockenbechern? Mit diesem Phänomen, ist da die Korrelation mit einem Volk oder mit einem Genpool gegeben? Ja, also die Glockenbecher, es ist im Prinzip die gleiche Geschichte wie bei den Schnurkeramikern. Es ist ein bisschen anders, die haben zum Teil ein bisschen andere, es scheint grob, aber ganz grob nur gesagt, so zu sein. Wir haben quasi so eine Art nördliche Einwanderung aus Osteuropa und eine Art südliche. Und aus der südlichen kommen die Glockenbecher hervor und aus der nördlichen kommt die Schnurkeramik hervor. Und die Glockenbecher schwingen dann so ein bisschen wieder zurück und gehen dann wieder nach Mitteleuropa. Das heißt, Mitteleuropa, gerade so Mittelelbe-Saale-Region, treffen hier aufeinander, Schnurkeramik und Glockenbecher. Und da überlagern sich dann auch diese zwei Kulturen. Die Glockenbecher haben im Prinzip auch diese Steppensignatur. Und wenn die auf der Bärischen Halbinsel auftreten, haben wir die plötzlich auch. Problem ist allerdings, es gibt archäologische Befunde, die angeblich 4.900 Jahre alt sind, aus Portugal, die Glockenbecher sein sollen. Die sind sehr umstritten, die dürften auch, nachdem sie publiziert wurden, ich will sagen vor 20 Jahren oder mehr, dürften die nicht nochmal radiokarbon datiert werden. Und die stehen jetzt aber natürlich gegen diese Korrelation zwischen Glockenbecher und Steppensignatur. Weil das sind Glockenbecher, die sind älter, als da Steppengene sein können. Wir haben auch keine Steppengene vor 4.400 Jahren und älter auf der Bärischen Halbinsel. Aber wie gesagt, wenn ich mit Archäologen rede, dann sagen die häufig, diese Glockenbecher aus Portugal, die sind wahrscheinlich viel jünger. Ja, also da steht die Radiokarbon-Datierung dagegen. Aber sonst auf den britischen Inseln sehen wir das ganz klar, die Bellbeakers, das ist die Steppensignatur, die kommen auch, kann man ganz klar sagen, die Bellbeaker, also die Glockenbecher aus Großbritannien, die kommen aus dem heutigen Niederlanden, kommen die scheinbar über den Kanal drüber. Wie gesagt, massive genetische Verschiebung, danach 95% Verschiebung in Großbritannien. Das heißt, die Menschen, die Stonehenge gebaut haben, werden ersetzt durch diese Glockenbecher, fast komplett biologisch, genetisch. Und ähnlich sehen wir das auch in Frankreich und auch in Spanien. Also das heißt, es scheint das Gleiche im Prinzip zu sein. Es gibt natürlich leichte Unterschiede, ist auch ein bisschen später zum Teil dann in Mitteleuropa, aber quasi wie gesagt, es gibt wahrscheinlich diese südliche Welle, die zu den Glockenbechern führt und diese nördliche zur Schnurkeramik. Und diese Glockenbecher kommen dann zurück, zumindest nach Mitteleuropa, auch hierher. Dann haben wir zur Schnurkeramik, dann haben wir Glockenbecher. Das heißt, diese Glockenbecher scheinen sich dann vom Westen auch wieder auszubreiten. Und wir sehen dann auch, die sind genetisch ein bisschen verschieben. Zum Beispiel die Y-Chromosomen der Schnurkeramiker in zumindest Mittelelbe-Saale-Region sind hauptsächlich vom Typ R1a, wohingegen die Glockenbecher mehr R1b sind. Und das sieht man sogar auch heute noch in Europa. Das heißt, die osteuropäischen Männer haben hauptsächlich R1a und die westeuropäischen Männer haben hauptsächlich R1b. Das heißt, bis heute ist im Prinzip diese Struktur überliefert, weil das ist, wie gesagt, ja die letzte große Einwanderung nach Europa vor 4.800 Jahren. Das heißt, auch der Sammeister mit seiner Rückstruktur schon recht hat. Ja, also ist ja dann auch mit den Glockenbechern im Prinzip an sich schon, ist ja auch im Prinzip diese von West nach Ost Bewegung, die sieht man ja im Prinzip auch in den datierten Glockenbechern an sich, ne, dass sie dann quasi nach Osten geht. Ja. Und dann haben wir natürlich später, dann in der späten Glockenbecherzeit, haben wir dann eine Bewegung, die geht dann über quasi dann auch Osteuropa bis fast ins Altaigebirge. Das heißt, diese quasi Bewegung, die da im Westen beginnt mit den Glockenbechern, mit anderen Kulturnamen dann, aber zieht sich dann im Prinzip durch, Strubnaya zum Beispiel dann halt in Osteuropa, und das geht dann im Prinzip bis zur Andronovo-Kultur
in Zentralasien. Und die haben genetisch diese Komponente, die verschiebt sich quasi dann diese mitteleuropäische Komponente. Vorher gab es diese Verschiebung nach Westen und dann geht das Ganze auch wieder zurück nach Osten über die 1000 Jahre danach. Was wahrscheinlich einfach verursacht wird, dass die einfach dann in Verbindung stehen. Die sind einfach wie ein Netzwerk dann. Die Menschen tauschen sich aus, die sind mobil. In der Steppe haben sie auf alle Fälle einen mobilen Lebensstil. Das sind Reiter, Nomaden, große Herden und ja, da gibt es gar keine Grenzen. Die sind wahrscheinlich dann sehr mobil. Ja. Es ist zu den blauen Augen. Das ist natürlich sehr apart mit dieser ganz dunklen Haut. Es ist eigentlich schade, dass wir so aufgebleicht sind. Aber gibt's die? Also ist das in Europa entstanden oder gibt es das auch in Afrika, also die dunkle Haut und die blauen Augen? Ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es häufiger entstanden ist. Und tatsächlich können wir auch nicht alle hellen Augen auf der Welt erklären mit diesem Gen. Es ist nicht so, dass alle Menschen, die helle Augen auf der Welt heute haben, dass die diese Mutation haben. Es gibt auch welche, die haben helle Augen und haben die Mutation nicht, haben dann eine, die wir wahrscheinlich nicht kennen. Der Bauplan hat 3,2 Milliarden Positionen, ist dann immer nicht ganz klar zu sehen, wie das genau, zum Teil weiß man es auch biochemisch nicht genau, wie das Gen, wie die Proteine, wie die interagieren und warum das jetzt nicht so stark pigmentiert ist. Man muss sich natürlich die Frage stellen, warum sind die blauen Augen nicht schon vorher entstanden, wenn sie ja scheinbar apart, wie Sie sagen, wie gesagt, immer noch unter Selektion in Großbritannien, warum sind sie dann nicht schon häufiger entstanden, warum sind nicht alle Menschen auf der Welt, haben nicht helle Augen, wenn das ja scheinbar irgendwie vielleicht attraktiv ist oder so. Kann man natürlich sagen, wenn es jeder hat, dann ist es nicht mehr so schön. Aber es hat wahrscheinlich auch damit zu tun, und das ist zumindest auch berichtet, wobei ich da noch keine guten quantitativen wissenschaftlichen Daten gesehen habe, dass Menschen mit hellen Augen in Afrika durchaus auch einen selektiven Nachteil haben, weil sie stärker geblendet werden, weil einfach auch die Augenkrebsrate dann höher ist, weil natürlich das Melanin in der Haut, der dunkle Farbstoff, also in der Iris, dann der Regenbogenhaut, natürlich dann auch schützt, ja, dass die dunklen Augen schützen quasi auch vor viel Sonneneinstrahlung. Das heißt, nur im Norden ist es überhaupt möglich, helle Augen zu bekommen. Ja, und die haben wir natürlich auch in Zentralasien, aber zum Beispiel in Ostasien haben wir sie natürlich wiederum nicht. Ne? Aber in Zentralasien haben wir sie natürlich auch, wobei das dann auch mit dieser Rückstrom, über die wir gerade geredet haben, diese Bewegung von West nach Ost, das heißt natürlich gibt es dann auch diese Einwanderung nach Zentralasien und zum Beispiel die Menschen, die im heutigen Westchina wohnen, die haben auch helle Augen relativ häufig, das ist eine viel häufigere Frequenz. Ja, aber wie gesagt, wahrscheinlich am Äquator und in Afrika ist es wahrscheinlich negativ selektiert. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht vorher passiert. Es passiert ja auch relativ spät. Menschen kommen vor 50.000 Jahren ungefähr aus Afrika raus, kommen nach Mitteleuropa, haben alle dunkle Augen. Und erst vor 15.000 Jahren werden die Menschen hell, dann sehr schnell. Dann werden wir plötzlich alle in sehr kurzer Zeit sehr schnell. Und auch jetzt passiert es, wie gesagt, immer noch. Die Nordeuropäer, Mitteleuropäer, wahrscheinlich auch die Südeuropäer, haben scheinbar immer noch diese Selektion für die hellen Augen. Ja. Vielleicht kurze Frage hier noch, dann. Ich habe nur die Frage, Sie haben ja sehr viele Schädel untersucht. Können Sie aus Ihren Untersuchungen auch Rückschluss ziehen auf die Entwicklung von Missbildungen im Schädelbereich zum Beispiel? Ja. Also die Frage ist jetzt, ob wir aus der genetischen Forschung etwas über Missbildungen am Schädel herausfinden können, muss ich klar sagen, nein, ganz kurze Antwort. Wir haben noch sehr, sehr wenig gutes Verständnis dafür, welche Gene verursachen welche Morphologie am Skelett. Also da gibt es wirklich relativ wenig gute Gene, wo man sagen kann, das Gen verursacht das. Es gibt sowas wie FOXP2, das ist ein Sprachgen, aber verursacht zum Beispiel bei Hunden auch, ob die jetzt eine lange Schnauze haben oder eine kurze Schnauze haben. Bei Hunden kennt man relativ viele Gene, da gibt es Mutationen, die verursachen zum Beispiel kurze Beine, lange Beine, natürlich auch andere Phänotypen wie Haare, also Fell, ob die lockig sind, nicht lockig sind. Bei Hunden gibt es tatsächlich die besten Erkenntnisse darüber, Korrelation Genotyp und Phänotyp, weil man die über hunderte von Jahren miteinander gekreuzt hat, also Geschwister verpaart hat und dann Hunderassen kreiert hat, die fast keine genetische Diversität haben. Also ganz anders als bei menschlichen Populationen gibt es zwischen zwei Hunden von der gleichen Hunderasse gibt es quasi kaum genetische Unterschiede. Die sehen aus wie Geschwister. Aber zwischen den Hunderassen gibt es große Unterschiede. Bei menschlichen Populationen ist das genau das Gegenteil. Da gibt es viele Unterschiede innerhalb einer Population, aber kaum welche zwischen den Populationen. Also auch da funktioniert schon allein deswegen das Rassekonzept nicht. Aber aus Hunden, wie gesagt, wissen wir sehr viel über diesen quasi auf, wie quasi Skelettmorphologie von Genen beeinflusst wird. Aber es ist noch nicht gut auf den Menschen übersetzt. Und wie gesagt, die Mutationen, die wir bei den Hunden haben, zu den kurzen und langen Beinen, die haben wir beim Menschen nicht. Wir wissen nur, das Gen ist wichtig, aber wir haben dann da nicht solche Mutationen gefunden. Es gibt so ein paar wie
Zwergenwuchs zum Beispiel, da kennt man das relativ gut, dass es da ein Gen gibt. Das ist auch schon seit den 80er Jahren beschrieben. Wenn es da zu einer Mutation kommt in diesem Gen, dann verursacht das im Prinzip Zwergenwuchs. Das passiert relativ häufig sogar, ist aber eine De Novo-Mutation, die quasi neu entsteht. Jeder von uns trägt ja so ungefähr 60 Mutationen im Genom, die die Eltern nicht haben. Das heißt, das kommt immer mal wieder zu neuen Mutationen. Also ganz extreme Fälle kennt man dann. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen von einem Genom, wie sieht das Skelett aus von der Person. Was aber tatsächlich Genetiker jetzt gemacht haben, zusammen mit Anthropologen, ist, sie haben einfach die Skelette von Menschen mit unterschiedlichem genetischen Hintergrund analysiert und können dann sogar ein Gesicht rekonstruieren anhand des genetischen Bauplans. Das ist aber ganz gefährlich, weil was die dort machen, ist im Prinzip, die scannen das Gesicht ein von einer Person, die zum Beispiel ostasiatische Gene hat, und von einer Person, die afrikanische Gene hat, und einer Person, die europäische Gene hat. Und anhand der Menge der europäischen, asiatischen Gene, das heißt, was ich Ihnen heute auch gezeigt habe, dieser Anteil, wird dann gesagt, ja, dann müsste der so aussehen, dann müsste so aussehen. Aber das ist ganz gefährlich, weil einzelne Gene natürlich einen ganz starken Einfluss haben können. Also da muss man ganz vorsichtig sein. Da gibt es viel schlechte Forschung im Moment. Und ich denke, in ein paar Jahren werden wir da auch mehr zu wissen. Also wir können leider noch nicht in diesem Bauplan, in dem menschlichen Genom, so lesen, wie wir es gern wollten. Das ist zu komplex, ne? 3,2 Milliarden Positionen, die alle miteinander irgendwie interagieren können. Da weiß man noch wenig. Aber Machine Learning, künstliche Intelligenz wird uns da sicherlich weiterhelfen. Also wenn unser Gehirn es nicht versteht, das Computergehirn wird es vielleicht bald verstehen. Das war hochspannend, Herr Krause. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Auch im, denke auch im Namen von uns allen, dass Sie die Reise zu uns gemacht haben und diese wirklich sehr, sehr spannenden, interessanten Ergebnisse gezeigt haben, auch zur genetischen Geschichte der Schweiz. Ich freue mich auf viele weitere Erkenntnisse aus diesem neuen Forschungszweig. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg und gebe Ihnen gerne ein süßes Merci aus Bern, süßen Bären mit auf die Heimreise zurück nach Leipzig oder wo es Sie auch immer hinziehen mag zum nächsten Vortrag. Ganz herzlichen Dank. Ja, Dankeschön. Danke.